minutes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, all three engines up and burning, 2, 1, 0, and liftoff, the final liftoff of Atlantis. Der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin. Diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Ihren Moderator des Abends, den Thomas Gottschalk der Tabletop-Podcasts, der Mann der Spontaneinkäufe, der Herr des Pile of Shame, die Magabotato-Oberkartoffel Sebo. Ja, und damit herzlich willkommen zur 100. Folge Dysonauts. Ich bin gerührt. Ich wusste nichts von diesem wunderschönen Intro. Ich bin hier eigentlich nur der Moderator, der kurz eingesprungen ist. Ja, jetzt bin ich ein bisschen, jetzt habt ihr mich auf dem falschen Fuß erwischt. Das ist ja der Hammer. Vielen, vielen Dank. Ja, herzlich willkommen an alle Zuhörer. Herzlich willkommen an das Team der Dysonauten. Allen voran natürlich der Oberkommandant Peavy. Ich übergebe dir hiermit erstmal das Wort. Ja, ich übernehme kurz die Station. Herzlich willkommen zu unserer 101. Folge, die wir jetzt ja quasi aufnehmen. Und ihr seid da draußen live dabei und hört uns zu, was wir ganz, ganz toll finden. Sebo, erstmal nochmal an dich einen herzlichen Dank dafür, dass du heute Abend so spontan eingesprungen bist als Moderator. Und wir konnten uns das nicht nehmen, dir natürlich einen gebührenden Empfang zu bereiten. Und das mussten wir einfach raushauen. Und schön, wenn das so ein bisschen getroffen hat. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, was machen wir heute Abend mit euch? Nicht nur Sebo ist heute Abend euer Moderator, sondern ja, wir springen natürlich auch mit in die Bresche. Wir haben einiges vorbereitet für euch und auch für uns als Team. Und ja, also es gibt so einen kleinen Ablauf. Wir haben diverse Geburtstagsgrüße bekommen, die wir abspielen werden. Wir werden mit uns hier im Team, wird Sebo ein kleines Spielchen spielen, um so ein bisschen vielleicht auch hinter die Kulissen zu gucken oder auch vielleicht das ein oder andere aus dem jeweiligen Crewmitglied hier rauszukitzeln. Und ja, ich glaube von wegen so, wir können euch einen kleinen Einblick darüber geben, was denn in die Zukunft mit uns hier so zu erwarten ist und auch dementsprechend, was auch dann in der Vergangenheit so passiert ist. Ich glaube, das werden illustre Minuten, die wir zusammen verbringen werden, und das Ganze machen wir natürlich nicht alleine. Da haben wir nämlich dann auf der einen Seite unseren lieben Ronny. Hallo Ronny. Hallöchen, Leute. Hallöchen. Und dann haben wir natürlich auch seit langer Zeit mal wieder dabei unseren lieben Christian. Hallo, Christian. Moin. Und natürlich unsere Hamburger Kotterschnauze. Moin, Hauke. Hallo, Sebo, herzlichen Dank dafür. Moin, Männer. Ja, wir sehen gerade so in unserem Stream, finden sich die ersten Leute ein. Wenn ihr mit uns chatten wollt, dann könnt ihr das natürlich alles über unseren Discord-Server tun. Die ganzen Daten dazu findet ihr auf www.dysonauts.com und dort findet ihr auch einen Link nicht nur zu dem Livestream, den ihr dann vielleicht noch bei euren Freunden teilen könnt, sondern natürlich auch den Link zu unserem Discord. Kommt dort in den Chatkanal Live-Sendung und ja, chattet mit uns, stellt uns Fragen, sagt, wie toll wir sind. Das sind natürlich genau solche Dinge, die wir dann hören wollen. Ne? Okidoki, das wären so meine Aussichten. Ich überreiche den Staffelstab wieder an unseren Moderator, den Thomas Gottschalk der Tabletop-Podcast. Vielen Dank. Sieht nicht vielleicht nur besser aus, aber er kann auch verdammt gut moderieren. Sebo, bitteschön. Jetzt ist natürlich die Fallhöhe geschaffen. Also super. Ja, also wir haben ja heute eine vollgepackte Sendung. Ich würde sagen, um erstmal so ein bisschen uns einzugrooven, fangen wir mit ein paar Geburtstagsgrüßen an. Ihr habt ja an eure Community euch gewendet und habt gefragt, ob jemand was dazu sagen möchte. Zufällig hat da auch so ein anderer Podcast mit so Tabletop-Bezug auch was gemacht, aber dazu kommen wir vielleicht später. Jetzt hören wir uns erstmal an, was so die anderen Leute, die sich gemeldet haben, euch geschickt haben.
Ja, ich habe da was Kleines vorbereitet. Wir hören einmal einen Geburtstagsgruß vom lieben Düsi vom Erstmal Kaffee Podcast. Hallo, hier ist Düsi von Erstmal Kaffee, beziehungsweise die Würfel sind gefallen. Und ich wünsche euch alles Liebe und Gute zu eurer 100. Folge. Was viele ja nicht wissen, naja, doch eigentlich schon, wenn sie eure Kommentare verfolgen. Ich bin damals auf die Dice Notes aufmerksam geworden, da ich mich im Bereich Pen and Paper ein bisschen umgeschaut habe und auf ein Dungeons & Dragons Spiel gestoßen bin, was ihr gerade frisch veröffentlicht habt. Seitdem höre ich eure Folgen regelmäßig und ich bin immer wieder nur begeistert von eurem verdammt genialen Intro, auf dem ich so neidisch bin. Aber um das Intro geht es nicht, sondern darum, dass ihr mittlerweile 100 Folgen veröffentlicht habt. Wie immer kann man nur wünschen, dass noch ganz viele weitere Folgen rauskommen mit interessanten Gästen und Themen. Von daher ganz liebe Grüße von allen Jungs von Erstmal Kaffee und wir trinken darauf, dass das Würfelglück stets mit euch ist. Ciao. Das ist schon geil, ne? Also, ne? Das ist sehr, sehr super, ja. Mega. Ich finde, er hat da gleich mal einen guten Ansatzpunkt geschaffen. Er ist auf euch gestoßen, damals, als ihr mit Pen and Paper angefangen habt, so. Oder was zu Pen and Paper gemacht habt. Das unterscheidet euch ja zum Beispiel von uns total. Wir machen ja im Endeffekt fast nur Tabletop-Bezug. Und ihr macht aber, ihr deckt so ein bisschen mehr Nerdtum ab. Also bei euch ist Rollenspiel ja auch ein fester Bestandteil. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, so einen umfassenden Nerd-Podcast zu machen? Weil es gab ja uns schon und es gibt auch reine Pen-and-Paper-Podcasts und bei euch vereint sich das alles so. Wie seid ihr da auf diese Idee gekommen? Oder das war ja deine Idee, Piwi, ne? Es war meine Idee. Also ich habe damals ja schon mal einen Podcast gemacht mit meiner lokalen Spielerunde hier mit Tactics on Tables. Das ist dann aber irgendwie, wer macht die Arbeit? Ich. So, und dann die anderen damit dazu, so nach dem Motto. Und mach mal Termin, so nach dem Motto. Und dann versuche ich irgendwie dazu zu kommen. Und die anderen hat es nicht so wirklich interessiert, so dann wirklich mit dabei zu sein. Und ich habe gesagt, ich will das Ganze ein bisschen professioneller aufziehen. Und daraufhin habe ich mich dann mal irgendwann 2016 einfach mal hingesetzt und habe so die ersten groben Konzepte quasi gemacht für die Dysonauts. Ich wusste im Prinzip schon direkt nach dem Namen, nachdem ich mir den quasi dann ausgedacht hatte, wusste ich im Prinzip schon von wegen so, welches Logo will ich haben, wie soll das aussehen und was ist dieses ganze Themengrundgerüst, worauf die Dysonauts quasi dann fußen. Und wir decken halt vieles ab, sei es vom Tabletop bis hin zum Rollenspiel oder auch einfach mal eine Serie, die wir bequatschen und vielleicht auch einfach mal so ein Nerdkram, wo wir einfach sagen, Scheiße, das interessiert mich gerade. Das passt irgendwie mit in unser Konzept hier mit rein. Und dann lass uns doch da einfach drüber quatschen. Und jetzt sieht man ja von wegen so, wir haben die letzten Folgen, die wir jetzt so gemacht haben, haben sich mal wieder ums Thema Tabletop gedreht. Das ist natürlich auch ein fester Bestandteil, muss man ganz ehrlich sagen. Und da möchten wir auch überhaupt gar keinem irgendwie Konkurrenz machen oder irgendwie sowas. Ich finde das immer schön von wegen so, wenn man dann halt so verschiedene Themen hat oder teilweise auch das gleiche Thema hat, was man dann halt auch unterschiedlich beleuchten kann. So wie Hauke und ich das jetzt zum Beispiel gemacht haben in unseren letzten 3 Folgen, wo es dann halt um Warhammer Fantasy ging, ne? Das ist so die Idee gewesen. Die ist dann 2017 halt wirklich ins Leben gerufen worden. Und ich habe erst alleine angefangen zu podcasten. Und da muss ich euch echt sagen, das ist echt scheiße. Also hier alleine zu sitzen und sich was zu überlegen, wie man etwas, ein Thema beleuchtet, das war scheiße. Also ich glaube, wir müssen irgendwann nochmal die Folgen, die als erstes gekommen sind, müssen wir, glaube ich, nochmal neu aufnehmen oder neu hochladen. Die würde ich heutzutage mir nicht nochmal anhören. Also ich mir persönlich nicht, weil mir das, glaube ich, einfach zu peinlich ist. Ich habe tatsächlich deine ersten Folgen gehört. Ich habe dich ja so ein bisschen von Anfang an irgendwie beobachtet. Einmal der Name war natürlich ziemlich cool und auch dieses Intro, wie es jetzt auch gerade in der Grußbotschaft erwähnt wurde, das ist halt echt episch. Der Sprecher, den ihr da ausgegraben habt oder den du da ausgegraben hast, der ist super cool. Allein dieses Wir sind die Dysonauts, das ist einfach Gänsehaut. Richtig cool. Und ich finde es super, dass du diesen Ansatz, wenn ich halt Bock habe auf eine Serie und darüber zu reden, dann mache ich das einfach. Finde ich super cool. Und jetzt kann ich dir vielleicht habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Oh. Wir hatten ja schon mal drüber geredet, dass du mal Bock hättest, so ein Star Trek Rollenspiel zu spielen und mich gefragt hast, ob ich dabei sein möchte. Ja. So, und dann hatte ich zwar Bock, aber ich hatte keine Ahnung von Star Trek. Stimmt. Ich habe mich jetzt hingesetzt und habe
angefangen, Star Trek zu gucken. Hier Picard, ne? Also nicht ja. Picard, sondern hier, wie heißt das? Next Generation. So. Und ich find's richtig, richtig gut. Ich habe das schon in anderen Podcasts erzählt. Das ist eine richtig coole Serie. Und jetzt fühle ich mich auch dazu bereit, sollte nochmal diese Anfrage kommen, dann würde ich sagen, okay, jetzt weiß ich auch, was ein Turbolift ist und was die Sicherheitsabteilung so macht und dass man nicht so oft auf Warp 8 geht, wie ich gedacht habe. Und deswegen fühle ich mich jetzt schon wesentlich vorbereiteter, da mitzumischen. Also sollte irgendwann mal sollst dich in den Fingern jucken, dann sag mir Bescheid. Das finde ich total geil. Das juckt auf jeden Fall in den Fingern. Wir haben ja den Leuten da draußen immer noch die dritte und letzte Folge unseres Star Trek Podcasts. Ja, den sind wir dann noch schuldig. Das werden wir jetzt auch noch irgendwann nochmal in Angriff nehmen. Ich schiel darüber zu Christian. Da müssen wir irgendwie nochmal am besten vor Weihnachten nochmal irgendwie einen Termin dann irgendwie hinkriegen. Aber das kriegen wir alles irgendwie hin. Und ja, Star Trek Weihnachtsfolge. Die Star Trek Weihnachtsfolge. Wir setzen uns alle rote Mützen auf und sterben alle. Das sieht man ja auch bei uns unbedingt, ne? Also. Wir können das auch streamen, aber das ist ja eine andere Geschichte. Das kriegen wir auch irgendwie hin. Ja, nein, also da herzlich, du, ganz ehrlich, da freue ich mich total drüber. Das ist ein mega geiles Rollenspiel. Da lachst dich kaputt. Also das ist wirklich schön. Das macht echt Spaß. Ja, das dachte ich mir, weil du hast ja mehrfach nachgefragt und ich war immer so, ich weiß ja nicht mal, welche Farbe wer hat. Also und jetzt, haha, jetzt habe ich mich be prepared, jetzt habe ich mich vorbereitet. Aber weil du gerade sagtest, ne, Christian war jetzt nicht so oft dabei. Und du hast am Anfang alleine angefangen. Mhm. Ich habe auch schon Podcasts alleine aufgenommen. Das war damals aber nur bei uns in unserem Adventskalender vom spezialgelagerten Sonderpodcast. Das waren 5 Minuten und das waren richtig komische 5 Minuten. Das sage ich dir. Mhm. Das haben wir einmal gemacht und dann nie wieder. So, seitdem gibt's nur noch mindestens zu zweit. Ja. Und du hast ja dann auch irgendwann gemerkt, dass dein Team, dein Ein-Mann-Team ja jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei ist und hast dir Verstärkung geholt. Jetzt würde mich mal interessieren, wie sind denn Christian, Ronny und Hauke überhaupt ins Team gekommen? Also so hijacken wie bei mir das damals war oder wurdet ihr lieb gefragt oder so? Also ich würde sagen, Christian, fang du doch einfach mal an. Ja, es war so eine Podcast-Dating-Plattform. Ich schäme mich so ein bisschen dafür. Oh geil, gib mir bitte mal den Link, wenn er das später dann so, vielleicht kann man da... Ich weiß nicht. Bist du schamresistent, dann kannst du das vielleicht durchziehen, ja. Nee, leider nicht. Nee, aber so weit entfernt war das davon gar nicht. Ich habe einfach geguckt, ob hier in der Nähe noch Leute sind, die so ähnliche Interessen oder Hobbys haben. Ich weiß gar nicht mehr, Pee, wie hieß die Spielersuche oder so? Spielersuche.de müsste das gewesen sein, ja. Spielerzentrale oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann hatte ich dann gesehen, ey, hier Bramsche, was ist da denn los? Ja, da zockt einer irgendwelche Spiele hier, auch Tabletops, keine Ahnung, was das ist, ne? Irgendwie so ein Kram halt. Nee, Quatsch, wusste ich wohl schon, aber und dann stand da irgendwas mit Podcast drin und ich dachte so, wow, geil, du hörst ewig schon jahrelang Podcast, du würdest gerne mal irgendwo mitmachen oder, ja, hab aber so im direkten Umkreis keinen gehabt, der das mit mir machen wollte. Und dann habe ich da natürlich die Gelegenheit ergriffen und hab gesagt, hier, ich habe zwar keine Ahnung von Tabletops, aber das und das und das und weiß nicht, wie wär's denn mit uns, Zwinker? Knickknack. Ja, das war wirklich geil. Also so war das. Ich hab Christian dann einfach gesagt, so komm, ich weiß gar nicht, ob wir uns dann über Discord oder so unterhalten haben oder so. Und die Entscheidung, dass ich Christian fragen würde, ob er mitmacht, die war relativ schnell gefällt. Also das ging alles irgendwie ein bisschen. Christian war dann auch der Erste, der dann mit ins Team dazugekommen ist. Ich weiß gar nicht, Ronny, warst du das oder war das Christian? Das war tatsächlich ich? Christian. Und einen Tag später Manuel. Ne? So war das, glaube ich. Oder zwei oder eine Woche. Ja. Das stimmt. Unser Malartist. Ja, liebe Grüße an dieser Stelle an Manu. Wenn er uns hört. Immer noch aktiv auf dem Discord. Das stimmt. Ja. Sebo. Jeder Podcast braucht einen richtig guten Maler. Wir hatten auch so einen, der war richtig, richtig stark, der Daniel. Jetzt sind wir wieder. Den haben wir jetzt leider verloren, aber wir ziehen jetzt unsere neue Maler ran. Das wird schon irgendwie klappen. Ja, du hast vorhin gesagt im Vorgespräch, so Contrast Paints, ne, sind ja schon mega geil, ne? Ja. Da kann man ja gut mit arbeiten. Ja, das war so, das ist so irgendwie ist das so Schummeln. Also, weißt du, das ist so God-Mode anstellen beim Shooter oder diese Viper sich reincheaten bei Age of Empires 2.
das, weil du hast halt einfach schneller ein Ergebnis mit viel weniger Aufwand. Und jetzt jemand, der, ich bin relativ formalfaul und schlecht, was, glaube ich, zusammenhängt irgendwie. Und dann ist sowas natürlich echt, das ist echt eine Erlösung. Und wenn man dann anfängt, wieder zu malen und dann auch andere Farben benutzt, weil man halt einfach merkt, ah, das ist ja gar nicht so ätzend und so eine Riesenarbeit, wie ich gedacht habe, dann kommt man da so wieder rein. Also für mich war das ein super cooler Einstiegspunkt wieder, diese Kontrastfarben. Und die schießen jetzt auch wie Pilze aus dem Boden. Also gibt's ja jetzt verschiedenste Anbieter dafür. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, und dann, ja, Christian, haben wir, glaube ich, irgendwann einfach mal, wie gesagt, haben wir Manuel mit dazu geholt. Dann haben wir auch noch eine Art Casting-Vorgespräch gemacht. Und ich fand die Mischung damals eigentlich immer so ganz schön und finde ich heute auch immer noch ganz schön. Ich eigentlich eher so aus der Tabletop-Geschichte, Christian eigentlich eher aus der Brettspiel-Rollenspiel-Geschichte und Manuel eigentlich nur so, er kann malen. Und hat auch mal ein bisschen Tabletop gespielt, ne? Mein Schwerpunkt früher, haha, es hört sich schon wieder an. Alter Mann. War ja eigentlich dann noch Rollenspiel, ne? Wobei sich das jetzt im Laufe der Zeit komplett gedreht hat. Also da war ja Manuel eigentlich derjenige, der halt brettspielmäßig da der Versiertere war. Mhm. Das hat sich bei mir jetzt ja einfach geändert. Also ich bin jetzt mehr im Brettspielsegment unterwegs als im Rollenspielsegment, was einfach der Zeit geschuldet ist, die man halt braucht, um sich dafür ein Rollenspiel adäquat vorzubereiten. Das stimmt. Ja, das ist leider echt die Krux am Rollenspiel. Diese viele Vorbereitungen, die es da braucht. Wobei, man kann es ja auch anders machen. Das sieht man ja bei einschlägigen Internet-TV-Anbietern. aber trotzdem, das ist natürlich eine Riesenarbeit, ne? Es kommt immer darauf an, von wegen so, wie viel willst du vorbereiten, ne? Also ich kenne Spielleitende, die wirklich sich hinsetzen und tagelang, wochenlang, vorher schon, 8 DIN A4 Seiten genau aufschlüsseln, von wegen, wenn Charaktere nach A gehen, was passiert bei A, ne? Dann gibt es wieder A, B Möglichkeiten und vielleicht haben sie sogar noch eine Möglichkeit C dann ausgelotet und so. Und ich glaube, das muss gar nicht sein. Also ich glaube, da ist auch teilweise einfach mal zu sagen, ich gebe einen groben Rahmen vor. Und solange ich als Spielleiter dann zusehe, dass ich die nachher irgendwie vielleicht wieder auf den Weg der Geschichte dann irgendwo wieder hinkriege, ja, dann ist doch eigentlich alles gut. Ja, vor allem, du kannst, egal wie viel du vorbereitest, ich war jetzt Meister und Spieler, Meister eher selten, aber egal wie viel du vorbereitest, deine Gruppe geht sowieso in die andere Richtung, das ist vollkommen wurscht. Ja. So kannst du machen, was du willst. Ey, guck mal da drüben, diese gruselige Mühle. Ja, ja, alles cool, aber ich will mir noch ein Schwert kaufen. Und dann zack, Mühle vergessen und okay, cool. Dann nicht. So, ja. Also, dann hatten wir ja jetzt, dann habt ihr jetzt das Team gehabt aus Piwi, Christian und Manuel. Ronny kam dann kurz danach dazu, oder wie? Also mit Ronny haben wir dann auch dann so wieder so ein Casting gemacht, ne? Also einfach mal so gucken von wegen so, wie kann man dann miteinander, wie funktioniert das, ne? Stimmt die Chemie im Prinzip eigentlich? Und das wollte ich im Prinzip vorher dann wirklich auch schon immer machen, ne? Also dass ich jetzt einfach mal sage, ich suche mir einfach die Leute raus und sage, wir beide machen das jetzt. Nee, das passte nicht. Also es musste dann irgendwie auch so vom Hintergrundwissen irgendwie passen und auch so dieses Zwischenmenschliche. Und das hatte bei uns Vieren hatte das sehr gut funktioniert und funktioniert bis heute auch noch. Tatsächlich war es ja sogar so, dass eine Anzeige geschalten war, ne? Du erinnerst dich vielleicht? Ich hab eine Jobanzeige, glaube ich, auf Facebook geschaltet. Auf dem Network, ne? Das kann sein, ja. Tabletop Network oder geschrieben habe, hier eine Stellenanzeige oder so. Mhm. Na genau, und darauf gab es dann halt wie so ein klassisches Bewerbungsgespräch mit, ja, wir melden uns. Hat dann nur 10 Minuten gedauert, aber, also das wir melden uns, aber, ne, war auf jeden Fall sehr spannend. Ja. Ja, diese Vorstellungsgespräche, die hatten wir bei uns auch. Das geht auch gar nicht anders, man muss ja gucken, ob es passt. Es ging auch tatsächlich relativ lange, ne? Also wir haben, glaube ich, wie lange haben wir gequatscht? 45 Minuten fast, ne? Ja, bestimmt. Da war auf jeden Fall Manu war dabei, Christian war nicht mit dabei, also du und Manu waren da. Mhm. Genau. Ja. Und Manu, der war begeistert, weil ich gesagt habe, ich male auch gern. Dem kannst du auch sagen, ich male ganz gerne Wände an, weil ich Maler und Lackierer bin oder irgendwie sowas, dann freut er sich auch. Braucht nur lange mit seiner Airbrush. Ja. Manu akzentuiert dann ja auch noch irgendwie Raufasertapete oder irgendwie so. Okay, das würde ich mir niemals antun. Nein, lass auch mal. Brauchst auch nicht.
Ja, und damit war das Team vollzählig, ne? Und ab dann ging es dann halt auch steil bergauf, ne? Weil auch dann die Jungs dann auch dementsprechend die Ideen dann auch mit reingebracht haben, welche Themen man dann auch dann super mitnehmen kann. Und es hat sich schon relativ früh rauskristallisiert, dass wir nicht nur dann halt in der Tabletop-Schiene bleiben, sondern dann ja auch in die Brettspiele- und Pen-and-Paper-Szene abgingen und so. Also alles so Sachen, wo wir dann gesagt haben, hey, das interessiert uns und da quatschen wir jetzt drüber, ne? Und ja, das war dann der Beginn, ne? Das war der ganze Beginn, wie es dann langgelaufen ist. Ja, und dann irgendwann halt über die 100 Folgen jetzt, dann kamen natürlich Leute und gingen natürlich auch wieder Leute. Das ist, glaube ich, ganz klar in so einem Projekt. Aber immer war das eine tolle Zeit, muss man einfach so sagen. Und die möchte ich auch nicht missen. Jetzt rückblickend habe ich ja bei Instagram einfach mal so ein bisschen im Vorfeld hier für unsere Live-Sendung immer so ein bisschen mal so Fun Facts rausgehauen. Und ich habe mal geguckt, wenn wir uns jetzt jede Folge anhören würden von unserem Podcast, wären wir mehr als 5 Tage, glaube ich, damit beschäftigt. Das ist so krass, wenn man sich das mal überlegt, ne? Naja, überleg mal, was, ja, überleg mal, wie viel ihr, ne? Also wie viel Zeit ihr da, glaube ich, dann hättet. Ja, ich müsste mal nachgucken. Wenn du willst, kann ich das mal live-recherchemäßig machen und mal schauen. Aber wir sind natürlich auch, das ist ja ein unfairer Vorteil, wir sind ja ein bisschen älter. Wir machen das ja jetzt, ich habe letztens erst geguckt, weil ich habe so euer Jubiläum auch mal zum Anlass genommen, mal zu schauen, wie das denn eigentlich bei mir so war. Und ich mache das jetzt tatsächlich seit fast 7 Jahren. Es ist mir nicht so vorgekommen, aber tatsächlich ist es halt, das ist halt schon echt lang. Und euch gibt's ja, ich meine, ich habe gesehen, wie ihr angefangen habt. Und euch gibt's ja jetzt auch schon wieder richtig lang. Mhm. Also das ist halt, ich weiß nicht, das ist dann so ein Selbstläufer und irgendwie, man macht halt weiter, ne? Also wenn wir, ich sehe es hier gerade, wir haben die durchschnittliche Laufzeit unserer Episoden ist 1 Stunde 30. Und würde man alle anhören, hätten wir 17,1 Tage. Ja, überleg das mal. Mann. Ja, das ist krass. Also das ist, echt, du lieber Gott, das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Das ist ja furchtbar viel. Okay. Ja. Oh Gott, dass man so viel überhaupt labern kann. Naja, gut. Weißt du Bescheid, ne? Apropos labern, ja, ja. Ich möchte erstmal in unserem Discord alle Leute grüßen, die jetzt dabei sind. Den Daniel, den möchte ich natürlich auch nochmal ganz besonders erwähnen, weil unser Daniel, der hat auch mal mit im Podcast hier mitgewirkt, auch hinter der Bühne und auch in zahlreichen Unboxing-Videos, die wir gemacht haben. Also an dieser Stelle erstmal einen lieben Gruß, ungefähr 20 Kilometer weiter nach Süden. So, jetzt habe ich das auch erledigt. Sehr schön, aber dann lass uns doch mal von 20 Kilometer weiter südlich nach ein paar Kilometer weiter nördlich gehen, weil es gibt ja noch jemanden, der heute Abend dabei ist, der jetzt auch zu den Dysonauten gehört. Hauke. So, du bist der Neuling im Team, ist das richtig? Genau, ich bin sozusagen der Beifang und ich bin zu den Dysonauts gekommen, eigentlich so wie die Jungfrau zum Kind. Das war am letztes Jahr Weihnachten, das war am ersten Weihnachtstag. Einen ganzen Tag Theater mit Familie hier, Geschenke auspacken, rumschreien, Kinder, alles Mögliche. Und irgendwann habe ich gesagt, so, ist mir jetzt scheißegal, macht alle, was ihr wollt. Ich gehe jetzt in die Garage, wo meine Airbrush steht und trinke ein Bier halt. Und jetzt bleibe ich einfach mal cool. Und habe dann die Dysonauts angemacht, habe das so gehört und dann sagt die Piwi halt so, ja Mensch, und wenn ihr mal Feedback geben wollt, gerne mal eine Sprachnachricht. Ne? Und dann gehört getan. Und dann hatte ich an Piwi eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, was ich halt super toll an dem Podcast finde. Und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten und ich dachte damals in meiner etwas naiven Art halt, dass Piwi nicht so viel Zeit hat, sich mit mir zu unterhalten, weil er die ganze Zeit Feedback aus der Community bekommt und mit seinen anderen Fans halt irgendwie auch ein bisschen absocializen muss. Ich lag im Whirlpool. Und ja, ja, gekauft genau. Von der ganzen Patreon-Money. Ja, genau, mit den ganzen heißen Girlies. Und dann zog sich das aber halt so 2-3 Monate lang hin und wir hatten dann halt regen Kontakt und hatten miteinander gesprochen, uns unterhalten und so weiter und so fort. Und dann sagten die Jungs, ob ich nicht mal gern mit denen zusammen eine Folge machen möchte. Und hatte ich dann auch Bock drauf und dann ergab es sich so, dass wir dann die erste Warhammer Fantasy-Folge respektive die Geschichte von Games Workshop aufgenommen haben. Und danach hatten die Jungs mir auch angeboten, gleich mit ins Team einzusteigen, was ich natürlich sehr gerne gemacht habe, weil das ein Projekt ist, das ich komplett unterstütze, was ich auch total sinnvoll finde halt.
um das nur ganz kurz mal zu erläutern. Wenn man in so einen Fantasy-Laden reingeht, ne, der freundliche lokale Händler, dann kannst du im Prinzip so ein bisschen die Medienwelt einteilen. Maga Butato wäre sozusagen der Fachbereich Tabletop. Modellbau ist dann eher so Tabletop Basement. Aber so was den gesamten Laden abdeckt, so dass nicht als Fachmagazin, sondern als Illustrierte insgesamt. Das sind eigentlich die Dicenauts. Und ich habe da viele Sachen gehört, mit denen ich vorher überhaupt nichts anfangen konnte. Zum Beispiel mit Volsung, Folge 2. Ne? Aber das fand ich halt immer interessant, über neue Sachen dann auch Sachen zu erfahren. Denn wenn du Volsung nicht kennst, fängst du ja auch nicht an, danach zu suchen. Wie soll das gehen? Und deshalb war dieser globale Ansatz, fand ich total cool und habe mich sehr gefreut, dort mitmachen zu können. Ja, das war spannend. Ich habe, als Hauke uns diese Sprachnachricht geschickt hat, habe ich die gleich weitergeleitet an die Jungs und habe gesagt von wegen so, hier, hör mal, hier, wir haben Feedback, ne? Und dann hat Hauke, glaube ich, nochmal irgendwann eine Sprachnachricht geschickt oder sowas, die habe ich auch wieder bei uns weitergeleitet. Und ich glaube, Christian, du warst das, der gesagt hat von wegen so, ey, der passt voll rein, ne? Die Stimme ist ja wohl Hammer. Ja. Das denke ich mir, seit ich das erste Mal was von Hauke gehört habe. Und ich denke mir die ganze Zeit, ey shit, hätte der mal unseren Podcast gehört, dann hätten wir den jetzt im Team, verdammt. Den hätte ich auch gehijackt, das sage ich dir. Nee. Hey, ich werbe hier niemanden ab, alles gut. Das ist unser Job. Den könnt ihr sehr gerne behalten, obwohl ich ihn... Das ist so ein bisschen wie die glitzernde Pokémon-Karte. Ich hätte die auch gerne, aber ich freue mich auch, dass du saßt. Ja, wir können ja mal austauschen. Oh, ich habe aber auch ein paar gute Jungs, ne? Da müssen wir gucken. Ja, Alter, das wird voll der Transfer. Wird so ein bisschen gerade wie so, ich wollte es gerade sagen, wie so ein Fußball-Podcast. So. Das Transfer. Ablösesumme. Ablösesumme. Genau, richtig. Ja. Ja, das fand ich geil. Und die Jungs dann gleich auch so von wegen so, ey, hier, frag den mal. Also von wegen, ne? Also wenn der Bock hat oder so und Zeit und Bock und der hat ja auch Wissen und so. Und von daher, also ja, hau mal rein, ne? Ja. Ja, jetzt ist Hauke schon fast ein Jahr mit dabei. Immer gute Ideen, so wie die anderen Boys auch. Und jetzt treffen wir uns zum ersten Mal Ende Oktober und machen ein Unboxing. Hauke, was hast du gesagt? Titan Legion, glaube ich, ne? Genau, die erste Edition von Titanlegion. Ja, da bin ich nämlich sehr gespannt drauf. Und dann spielen wir ein bisschen Freebooters Fate und ein bisschen Battlefleet Gothic und klönen dann so ein bisschen. Gothic ist so super. Ich habe in meinem Leben ein oder zwei Gothic-Spiele gemacht und die waren der Hammer. Ich bin auch sehr gespannt. Also Hauke malt gerade wie so ein Irrer, glaube ich, irgendwie. Oder bist du jetzt dabei, Orks zusammen zu knipseln? Ja, es nützt ja nichts, ne? Ich muss jetzt Orks anmalen. Games Workshop hat die neuen Orks rausgebracht. Ich habe Angst, dass ich die alten nicht mehr kriege. Ich musste jetzt alles zusammenkratzen, was ich noch irgendwie im Internet bekommen habe. Und das muss ich jetzt anmalen. Nützt nichts. Ja, I feel you, Bro. Ich habe ja hier auch eine Ork-Armee liegen. Und screw you, Games Workshop, ey. Naja. Ja. Ja, so war es dann halt, ne? Und jetzt 100 Folgen später sitzen wir hier, ne? Krass. Ja, es ist, wenn man sich die Reise anschaut, ist es schon cool. Aber ich denke mal, das ist vielleicht bei dir ähnlich. Man denkt ja nicht, ja, wenn ich mal das und das erreiche, sondern man denkt ja einfach nur, so was will ich als nächstes machen. Mhm. Ne? Was kommen für Probleme auf mich zu? Was muss ich beachten? Vor welche technischen Herausforderungen werde ich auch gestellt? Also, das sind ja alles so Dinge, die man so am Anfang denkst dir so, ach, ich mach mal einen Podcast und dann wächst man da so rein. Und weil du gesagt hast, ja, die ersten Folgen würdest du dir nicht mehr anhören, ich würde da gar nicht so kritisch sein, weil das ist halt, man sieht halt auch einfach eine Entwicklung. Und wenn du die jetzt wegnehmen würdest, die Folgen, dann würde ja keiner sehen, wie krass sich die Dicenauts weiterentwickelt haben. Sowohl technisch als auch qualitativ, weil einer alleine, da hast du ja immer nur einen Blickwinkel auf die Sachen. Und jetzt hast du halt, ja, Gegenparts, irgendwelche Antagonisten, sag ich mal, zu deiner Meinung. Mhm. Und deswegen würde ich das auf keinen Fall runternehmen, weil das sind alles Sachen, die gehören zu eurer Geschichte. Es gibt bei uns, Folge 2, glaube ich, war Saga bei uns. Boah, ist die Qualität schlecht. Junge, ist das schlecht. Aber ist egal, weil das ist nun mal unsere Entwicklungsgeschichte. So war das eben. Vor 7 Jahren. Ja. Und bei euch halt vor, keine Ahnung, 6 Jahren, 5 Jahren. Ja, vor 5 Jahren. Ich finde aber, das ist ja manchmal auch einfach vom Inhalt abhängig, ne?
Also ich habe sehr viel hier System Matters Podcast gehört. Ich weiß nicht, ob den einer von euch kennt. Aber ich finde auch, dass die Aufnahmequalität bei denen anfangs super schrecklich war und auch so ein bisschen der Gesprächsfluss nicht immer passte. Aber es war scheißegal. Die hatten geile Themen. Die hatten immer jeder von denen eine coole Meinung. Das war einfach egal, wie gut oder schlecht das war, weil das war einfach interessant, da zuzuhören. Passte halt einfach. Genauso wie einige von unseren Folgen. Die hat, weiß nicht, warst du das, Piwi, oder irgendwer anders, der im Auto saß und das aufgenommen hat. Ich dachte, das war richtig gut. Und da mit dem Auto irgendwie was über Star Trek gelabert, glaube ich, oder so. Ich fand das interessant. Da spielte der Hintergrund keine Rolle. Ja, manchmal muss es einfach nicht das professionelle Mikrofon sein, ne? Also ich glaube, wenn du da halt einen interessanten Gast hast, mit dem du dann irgendwelche Dinge auch dann halt über ein Handy dann irgendwie aufnimmst oder sowas, und die Qualität ist ja mittlerweile auch nicht so verkehrt, kann man da eigentlich ganz viel aus den Leuten auch raussaugen, ne? Aber wie Sebo vorhin sagte, wenn ich überlege, wie wir angefangen haben, ne, so technikmäßig und so weiter und wo wir jetzt technikmäßig stehen, da ist ja ein Quantensprung dann gewesen in der ganzen Geschichte. Über die Zeit jetzt. Ich glaube, was bei sowas ganz wichtig ist, dass wirklich der Weg das Ziel, ne? Also man fängt klein an und dann guckt, wie läuft's, und dann baut man sich entsprechend auf. Hätte ja auch komplett in die Hose gehen können, und dann hättest du jetzt von mir aus ganz viel Geld in Technik investiert und letzten Endes wäre es dann für nichts gewesen, weißt du? Und so ist es so halt peu à peu gekommen, und je mehr, umso besser ist auch die Technik geworden, umso besser ist man selbst geworden, auch mit dem Sprechen und sowas. Da muss man sich auch erstmal reinfuchsen. Es ist ja keiner geborene Moderator. Also es gibt schon welche, aber ich bin es zumindest nicht. Ja, genau. Und wenn ich mir jetzt nochmal so zurückgucke, ich sag mal, damals, als ich das Ganze geplant habe mit den Dysonauts und auch dann mit dem Intro und mit der Musik dabei, ich habe das dann irgendwie wirklich gesagt, nee, wenn ich es mache, dann möchte ich es auch richtig machen. Und den Text habe ich selber geschrieben und habe den dann quasi dann halt demjenigen rübergeschoben, der das dann eingesprochen hat und auch passend über die Musik gesprochen hat. Und ich möchte dieses Intro, glaube ich, auch nie ändern. Auch wenn YouTube mir sagt, von wegen so, oh, das kann nicht monetarisiert werden oder sowas, möchte ich dieses Intro einfach nicht ändern, weil das ist Erkennung, ist das einfach mittlerweile, glaube ich. Wer will denn mit seinem Hobby auch Geld verdienen? Ja. Also. Es ist tatsächlich so, dass ich oft die Folgen mehrmals zurückspule, um mir nur das Intro anzuhören. Und dann geht es in den Folgen weiter. Aber weil es mega ist. Gut, ich wollte nur sagen hier, dass hier im Chat Vergleiche gezogen werden mit dem ersten Mal Pen and Paper spielen, oder anscheinend hast du mit einem iPhone in der Küche aufgenommen, mein lieber Piwi. Da kannst du einen drauf lassen. Also ich glaube, an solche Sachen erinnere ich mich noch, wie ich mit Daniel und so bei uns in der Küche am Tresen stehe, und wir haben dann, ich weiß gar nicht, was für Spiele dann irgendwie ausgepackt, könnte Flames of War 3 gewesen sein, was wir dann mal ausgepackt haben und einfach mal so ein bisschen drüber geschnackt haben, ne? Oder ich bin mit dem iPhone, bin ich durch die Gegend gelaufen auf der Melbellcon und habe da die ersten Interviews geführt, ne? Das haben wir ganz genauso gemacht. Das funktioniert. Das ist auch der Charme einfach, weil, wie Ronny das auch gesagt hat, wenn du ein Projekt anfängst und sagst, das wird der nächste heiße Scheiß, dann klappt das nicht. Wenn du ein Projekt anfängst und sagst, jetzt gucke ich mal, was ich so erreichen kann mit dem, was ich so habe, und dann wächst es so organisch, dann ist es doch viel besser. Also zumindest sehe ich das so. Also ich habe angefangen mit so einem Headset von Logitech, das hatte ich halt zum Zocken. Das war das Erste, was ich hatte. Dann ist mir das irgendwann kaputt gegangen. Dann habe ich mir einen Snowball nicht gekauft, aber das wurde mir geschenkt von einem Podcast-Kollegen, der gesagt hat, oh, du hörst dich so kacke an, hier, nimm das mal. Dann hatte ich einen Snowball. Und dann, so geht das. Das war schon das Nonplusultra. Da war ich total begeistert. Und irgendwann wurde es dann halt, ja, eigentlich könnten wir mal die Technik aufrüsten. Wir könnten uns ja mal so ein paar Podcast-Mikrofone kaufen. Hatte ich auf einmal einen Rode NT1. Das, wow, mit Schwenkarm. Und jetzt ist es halt so ein Rode Podcaster Pro oder wie das heißt. Also das ist schon wieder die nächste Evolutionsstufe, aber das halt alles über Jahre hinweg. Wenn du anfängst, und das kostet ja Geld, das Zeug, und dann investierst du richtig viel und dann hast du nach 3 Wochen keinen Bock mehr, dann, naja, das ist der typische Hobby-Schmetterling, ne? Also. Ja, also Geld investieren muss man auch. Also das mache ich ja nicht, weil ich damit Geld verdienen möchte.
Ganz und gar nicht. Also wenn ich damit Geld verdienen möchte, dann würde ich das wahrscheinlich komplett anders aufziehen und wäre wahrscheinlich neben meinem Vollzeitjob, wäre ich wahrscheinlich nur für die Dyson Awards unterwegs. Also dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht mehr irgendwie noch meine Ehrenämter nebenher oder irgendwelche anderen Hobbys. Dann würde ich nur noch diesen Kram machen. Und ja, das kannst du nicht bringen, weil wer löscht dann in Bramstedt? Das geht nicht. Ja, da gibt es dann schon noch andere, aber ich möchte so ein Hobby dann nicht so zum Beruf machen, weißt du? Und bin ich voll bei dir. Alle Leute, die uns dann immer irgendwie was spenden zum Beispiel. Ich habe heute nochmal von unserem Patreon Alex, habe ich nochmal eine schöne Nachricht gekriegt. Die wollte ich euch jetzt nicht irgendwie vorenthalten. Ich würde die mal eben vorlesen. Lieber Piwi, liebe Dysonauten, ich möchte euch herzlich zu eurer 100. Folge gratulieren. Leider werde ich heute Abend nicht live verfolgen können, da ich eine Pen-and-Paper-Runde leite. Ich wünsche euch aber viel Spaß und Erfolg. Euer Podcast begleitet mich nun schon recht lange und durch einige der schwierigsten Phasen meines Lebens. Ihr habt mir immer Abwechslung, Zerstreuung und Spaß geboten, meinen Blick auf das Hobby, besser eigentlich die Hobbys, erweitert und mir spannende Themen und Gedanken, Anstöße näher gebracht. Mein Highlight war natürlich die gemeinsame Folge zu Lower Decks. Ich hoffe, ihr bleibt im Internet noch lange erhalten. Die besten Podcasts stehen nicht immer in den Podcast-Charts oder werden von Prominenten aufgenommen. Die besten sind die, denen man die Freude und Begeisterung für gesprochene Themen anhört. Das ist der Fall bei euch. Also ein dickes Danke für 100 Folgen und auf die nächsten 100. Liebe Grüße, Alex. Weißt du, Das ist richtig schön. Das ist richtig schön. Ich würde gerne klatschen, also, aber das hört sich scheiße an. Ja, so, ja, absolut richtig. Ne? Aber das ist richtig, richtig lieb. Sowas ist doch, da geht einem doch das Herz auf. Dafür macht man den ganzen Käse doch, oder? Ja, echt ohne Scheiß. Da kriegst du ein bisschen Pipi in den Augen. Ne? Ja. Also, also da fällt das auch ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir gerade so ein bisschen am Heulen sind, ne? Dann spiel doch, dann weißt du was, dann dreh doch einfach mal die Tränendrüse auf 9000 und hau noch ein paar Geburtstagsgrüße raus. Ich hau noch mal einen Geburtstagsgruß raus. Weiß nicht, Sebo, vielleicht kennst du die Leute. Warte mal, ich mach mal an. Moin, moin. Hallo Piwi, hallo Dysonauten. Wir wollten euch zu 100 Jahren Dysonauten gratulieren. Wir, das sind Christian, Hannes, Micha, Steven, Seppel und ich, der Sebo. Wir sind Magabotato und wir sind sehr froh, dass auch ihr Teil der Podcast-Community seid. Ihr seid immer gern gesehene Gäste. Wir sind auch gerne bei euch. Wir wünschen euch noch weiter viel Spaß und viel Erfolg mit eurem Podcast auf die nächsten 100 Folgen oder Jahre oder so. Macht weiter so und wir hören uns. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Also vielleicht hast du die Bekloppten erkannt. Ja. Ne? Also, ja. Ist das beste Podcast-Team, das gerade nicht anwesend ist. Ja. Ja, das ist... da gibt auch mir selber das Herz auf. Nicht, weil ich uns so toll finde, sondern einfach, weil die Jungs einfach so eine super Truppe sind. Ja, es macht einfach Spaß. Und alles, was wir gesagt haben, meinen wir genau so. Wir haben uns verreckt gelacht wir haben diesen Geburtstagsgruß oder so, den haben wir, ich weiß nicht, 5-mal oder so angefangen, weil wir die ganze Zeit nur am Lachen waren und das alles so bescheuert durcheinander war. Das war super lustig. Mega geil. Der Spaß steht einfach im Vordergrund. Also erstmal von meiner Seite erstmal ganz, ganz liebe Grüße ans restliche Magabotato-Team. Dankeschön, das werde ich weiterleiten und ich werde dir auch verdonnern, hier das anzuhören. Bitte. Ist Pflicht. Es war damals nicht nur, als dann plötzlich Magabotato ja dann halt bei YouTube gewesen ist, sondern als dann Tom ja auch gesagt hat, so komm, wir machen einen Podcast raus, wart ihr für mich damals immer erste Anlaufstelle. Immer. Und ich weiß noch, wie oft ich im Auto gesessen habe und im Auto, ich saß ja alleine im Auto gerufen habe, ich so, ja genau Tom, genau so ist es. Oder keine Ahnung, nein Sebo, kauf's nicht. Weißt du? Ja, das ist... geisteskrank, echt. Ja, das ist, ich weiß auch nicht, das ist, ich weiß genau, was du meinst. Mir geht es auch so, mit den Projekten und den Podcasts, denen ich zuhöre. Und wie es euer Patreon auch gesagt hat, die besten Podcasts sind jetzt nicht unbedingt die, die von Prominenten gemacht werden oder die bei den iTunes-Charts ganz oben stehen. Das sehe ich ganz genauso, weil ich finde, das sollte man jetzt als Podcaster nicht sagen, aber ich bin jetzt hier in einem fremden Projekt und bin auch nur der Moderator. Deswegen denke ich mal, ich kann es vielleicht mal sagen, vielen Podcasts hört man einfach an, dass sie aus dem Grund gemacht werden, dass Podcast eben gerade angesagt ist.
Und dass vieles einfach nur gemacht wird, weil man da halt schön noch mal ein bisschen Werbung machen kann von irgendeinem Saturn oder irgendeinem Käse und halt einfach ein bisschen Knete abgreifen kann. Podcast ist gerade im Hype. Das ist nicht zuletzt auch ein Symptom der Pandemie, aber auch davor waren die schon stark im Kommen. Ich bin mir recht sicher, dass das wie Zombies und andere Dinge, die mal im Hype waren, so Buffalos oder so, dass es irgendwann wieder aufhören wird. Und dann wird man wieder die Gruppen von Leuten haben, die das halt mit Herzblut machen und die das auch gemacht haben, bevor das ganze Geld da reingeflossen ist in diese Podcast-Geschichten. Und ich freue mich darauf. Nicht, weil ich irgendwie Gatekeeper wäre oder so, sondern weil das einfach, du hast als kleiner Independent-Podcast halt so schlechte Karten gegen diese Werbe- und industriegestützten Podcasts anzureden, kannst dann nicht viel machen. Und du gehst dann halt selber unter. Und das, obwohl du halt ja teilweise schon fast 10 Jahre Arbeit da reingesteckt hast. Das ist ein bisschen so ein Ding. Ich freue mich ja, dass es so viele Podcasts gibt. Ich fände es nur schöner, wenn die Podcasts mit ein bisschen mehr Herz und ein bisschen weniger Dollarzeichen gemacht werden würden. So, ich will da niemandem Unrecht tun. Mhm. Ihr gehört da nicht dazu. Wir gehören da auch auf keinen Fall dazu. Viele, viele Projekte, die ich unterstütze und die ich mir anhöre, gehören da auch nicht dazu. Aber es gibt halt auch einfach Podcasts. Das sind meistens die, die immer die ganzen Preise gewinnen. Ja, wow. Wie kann das denn passieren? Ja. Ne? Genau. Hast du einen Namen, ne? So wie ein Olli Schulz zum Beispiel, der mit Jan Böhmermann einen Podcast macht. Ja. Hast du eine völlig andere Reichweite als wir alle zusammen, ne? Also von daher. Richtig. Und wenn man das dann auf den qualitativen Prüfstein stellt, dann muss man halt auch, ne? Es wird halt auch viel durch die Namen getragen. Das ist halt wie beim Adidas-Schuh. Der ist halt schon, du zahlst halt den Namen. Auch. Ja. Ist jetzt nicht kompletter Mist, aber du zahlst halt auch den Namen. Mhm. Ja, und deswegen, weißt du, wenn ich dann solche Nachrichten lese, so wie von Alex zum Beispiel, dann weißt du, wofür du das machst, weißt du? Also generell ist es ja so, du kriegst ja wesentlich wenig Feedback. Also das muss man ja einfach mal so sagen, ne? Du siehst, dass die Leute es hören da draußen, das haben wir uns auch schon als Team immer irgendwie gefragt, ne? Da sitzen Leute, die haben sich jetzt diese Folge, jetzt zum Beispiel Warhammer Fantasy, wo wir es besprochen haben, haben sich jetzt knapp 800 Leute angehört. So, wenn ich mir jetzt 800 Leute in einem Kino vorstelle, und wir sitzen auf der Bühne und erzählen darüber. Und wir gucken ins Publikum und sagen von wegen, wie seht ihr das denn? Und da kommt nichts zurück. Das ist total seltsam. Ja, das stimmt. Dieses in Anführungszeichen Problem hat jeder kleine Podcast. Oder vielleicht ist es auch nur ein Teil unserer Community, dass es da so ein bisschen diese Kultur gibt, dass solange ich nichts sage, ist alles in Ordnung. Und wenn ich dann mal was schreibe, dann habt ihr einen Fehler gemacht. In den Augen desjenigen, der eben zuhört. Weil wir erfahren das auch. Also ich muss sagen, es wird jetzt, gerade in letzter Zeit, das ist jetzt so ein bisschen Zufall, wird's besser. Aber wir hatten auch lange Durststrecken, wo du halt einfach Content lieferst und es kommt wenig irgendwie zurück. Also auch wenn das den Leuten nicht gefällt, dann selbst das merkst du ja nicht, weil man ja nichts hört. So. Ja, genau. Wenn es den Leuten gefällt, wird nichts gesagt. Wenn diese Leute sagen, ah, ist nicht mein Thema, sagen sie aber auch nicht, na, ist nicht mein Thema. Nur wenn du sagst, so jetzt, ich hab einen Kommentar gelesen irgendwie, dass ihr bei irgendeinem Spiel habt ihr irgendwas falsch erklärt oder falsch dargestellt oder so, da kam dann sofort eine Richtigstellung. So, das ist zum einen, ist das echt cool, weil man ja selber was lernt. Ist halt nur schade, dass das dann eine der wenigen Rückmeldungen ist, weil, naja, man halt irgendwie auch so ein bisschen braucht man ja schon eine Reaktion, dass man weiß, hey Leute, wir machen das zwar gerne, aber wir erzählen halt euch auch gerne was. Also wir müssten schon wissen, was euch so gefällt. Wenn das jetzt natürlich totaler Mist ist und uns das überhaupt nicht zusagt, dann reden wir da nicht drüber. Aber wenn wir zum Beispiel sagen, ja hey, wenn jetzt einer zum Beispiel sagt, ey Sebo, erzählt mal was über Battlefleet Gothic, dann sage ich, oh okay, cool, mache ich gerne, fuchse ich mich rein und dann erzähle ich dir was und erzähle dir so meine Erfahrungen. Aber wenn du halt gar keine Rückmeldung kriegst, ist es schwierig. Da bin ich voll bei dir. Ja, das habe ich Hauke auch schon mal gesagt, ne? Oder generell mal bei uns ins Team geschrieben. Also wir machen Podcasts für die Leute, die uns hören und nicht für die Leute, die uns nicht hören. Weil, wenn, weißt du, also wir haben Bock, einfach ein Thema anzupacken und wenn die Jungs sagen, von wegen so, ich möchte heute gerne über Möhrenschälen reden oder irgendwie sowas, und so, ja geil, reden wir heute über Möhrenschälen. Können wir ja gerne machen. Aber
So, da wirst du wahrscheinlich nicht irgendwie große Hörerschaft irgendwo hinter deinem Ofenrohr hervorlocken. Ist mir aber Latte, weil wenn ich Bock habe, mit Jungs drüber zu quatschen, dann quatschen wir darüber. So, und eigentlich, so sollte es dann eigentlich auch dann dementsprechend laufen, denke ich. Also, so geht's mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es Christian, Ronny und Hauke damit geht. Ja, mir ebenso. Also, ich... Ja, so ein bisschen Aufreger, ne? Sabotage. Genau. Ich sag's euch jetzt mal ganz klar, ich finde D&D 5 scheiße. So, und jetzt könnt ihr das kommentieren. Gut, ist nicht schlimm. Pi ist genau 3. Ja. Games Workshop hat die beste Preispolitik. Ja, das sind so Sachen, die du halt einfach... Kann ich beurteilen. Stimmt. Ja, nur so funktioniert's irgendwie. Das ist ein bisschen doof, ne? Aber, naja. Ich würde sagen... Davon lassen wir uns nicht runterziehen. Davon habt ihr euch nicht runterziehen lassen, 100 Folgen lang. Wir auch nicht. Und wir machen halt einfach weiter. Genau so ist es. Und die Menschen, die uns zuhören, die euch zuhören und auch stillschweigend zuhören, für die macht man das ja. So. Die Leute, die halt wissen wollen. Und es haben sich auch schon ganz, ganz tolle Freundschaften daraus entstanden, ne, oder entwickelt, muss man ja einfach sagen. Ne? Also, wenn ich überlege, mit wie vielen Leuten wir bei Twitter, Instagram und was weiß ich nicht was plötzlich dann irgendwie mal zu tun gehabt haben oder mit hier und da mit Leuten, die man hier so über die Dicenauts kennengelernt hat, dann wirklich ein Pen and Paper gespielt hat. Ne? So, ich denke zum Beispiel an Marina, ne, die heute Abend ja eigentlich hätte moderieren sollen. Ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Fühl dich gedrückt von uns allen. Mit der haben wir dann und... mit anderen haben wir dann halt Call of Cthulhu gespielt. Mal einfach so, ohne das irgendwie aufzunehmen oder irgendwie sowas, ne? So, Christian Thür, ne, mit Star Trek da mit bei gewesen und so, also mega gut. Und das ist, glaube ich, das, was das dann ausmacht, ne? Wenn man dann halt so eine kleine, aber feine Gemeinschaft aufbaut. Ich finde dieses Wort Community, finde ich immer so ein bisschen seltsam. Ist schwierig, ne? Aber man tendiert schon dazu, das irgendwie so zu nennen. Ja. Also, ja. Ne? Also Gemeinschaft so, ne? Also ihr wisst, was ich meine. Wenn man das so aufgebaut hat oder so, dann redet man auch nicht nur dann teilweise übers Hobby, ne? Sondern dann kommen auch wirklich teilweise mal so private Dinge dann irgendwie mit auf den Tisch oder irgendwie sowas, ne? Finde ich total super. Also ganz ehrlich, also dafür ist man dann ja auch irgendwie mit Hobbyist, was dann auch irgendwie dann ja auch irgendwo mit reinspielt. Nicht, dass man dann nur die ganze Zeit sagt, du, deine privaten Probleme interessieren mich jetzt gerade gar nicht. Sieh zu, dass du deine Püppchen aufs Spielfeld stellst und du hast den ersten Zug. Ja, das stimmt. Da bin ich ganz bei dir. Ja. Wir haben jetzt viel davon erfahren, wie ihr angefangen habt und wie das Ganze, diese ganzen Dicenauts ihren Start vollzogen haben. Aber welchen Kurs schlagt ihr denn jetzt als nächstes ein? Wo soll's hingehen? Da gibt's ja immer bei PK diese Abfolge von kruden Zahlen und irgendwelchen Systemen und dann Warp so und so, dann wird kurz gewartet. Ich weiß nicht warum. Energie. So, kannst du, bevor du die Frage beantwortest, wie euer Kurs weitergeht, wieso wartet PK noch einen Moment? Ist nicht der richtige Moment für Energie zu sagen? Oder muss der gerade Anlauf nehmen? Kannst du mir das erklären? Ich verstehe das nicht. Naja, wir wissen ja alle, Jean-Luc Picard ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Man muss es einfach so sagen, wie es ist. Und ich glaube, er reflektiert nochmal, ob jetzt die Kursbefehle, die er jetzt rausgegeben hat, auch die richtigen Kursbefehle sind. Und natürlich möchte er auch dann dem verängstigten Ensign Crusher, der da vorne sitzt und die Steuerung dann übernimmt von der Enterprise, möchte er natürlich dann auch ein Gefühl geben von wegen so, komm Junge, du hast noch eben 2 Sekunden Zeit, um deine Daten richtig einzugeben, ja, bevor ich sage, es geht los. Also das sind, glaube ich, die Sachen, wir haben uns im Discord-Chat gerade auch so schöne ja. Memes von Picard, ne? Also die ganze Zeit. Ich glaube, das ist einfach der Grund. Okay, gut. Aber mal ganz im Ernst, man muss ja auch mal ein bisschen die Tragweite der eigenen Entscheidung irgendwie feiern. Es spricht ja auch nichts dagegen, sich ins Taxi zu setzen und zu sagen, also ich möchte gerne in die Krausestraße. Ja, aber dann müsstest du praktisch du sagst dem Fahrer, wo du hin willst und sagst dann, Moment, los. Das ist halt, Energie. Oder noch besser, du steigst in den Bus. Ein Bus oder in die Straßenbahn? Ich glaube, ich muss das mal ausprobieren. Mach das mal. Stellst dich direkt neben den Fahrer und gehst ein bisschen in die Knie und zeigst mit dem Zeigefinger so raus aus der Fensterscheibe und sagst dann Energie. Genau. Alter, der schmeißt mich raus. Das ist wie früher bei Need for Speed. 3, 2,
1, los. Ja, los. Super geil. Okay, ich glaube, wir kommen vom Kurs ab. Also, Kurskorrektur, Captain, wo soll's hingehen? Oh, Kurskorrektur, wo soll's hingehen? Wollen wir mal einen Schluck Aktienzwickel hier trinken? Ja, welchen Kurs wollen wir einschlagen? Also, ich habe es für mich mal so niedergeschrieben. Ne? Ich weiß nicht, ob die Jungs da so mitgehen. Ich hoffe, dass sie diesen Kurs mitgehen. Ansonsten muss ich die ganze Endless-Zeit irgendwie alleine fliegen. Da habe ich nämlich auch keinen Bock drauf. Also von daher, also ich habe mal so gesagt, von wegen so, das haben wir auch vor Corona schon gemacht. Ja, ich weiß, blödes Wort, aber müssten wir vielleicht auch mal eben kurz erwähnen, dass wir auf die ein oder andere Convention gefahren sind, nicht nur als Aussteller, sondern auch als ganz normale Besucher. Also ich erinnere mich zum Beispiel, als wir mal zur Taktika gefahren sind, Manuel eingeladen. Christian, bist du nicht auch mitgefahren? Nee, leider nicht. Du bist nicht mitgefahren zur Taktika. Das war leider immer ungünstig von der Terminsituation, ja. Dann ist, Daniel ist dann mitgefahren und wir haben Manuel auf jeden Fall eingeladen. Und dann sind wir da natürlich auch hingelaufen und sind einfach schön über die Taktika gestrunzt, weißt du, und haben hier und da Sachen eingekauft und ein Pläuschen gehalten, so wie bei euch am Stand zum Beispiel. Und ich denke mal, dass wir eventuell auch, es muss ja nicht immer diese Megacons sein, wo man dann irgendwo hinfahren muss oder wo man dann als Aussteller dann irgendwo sein kann. Ich denke mal, so eine kleine Con, die wir vielleicht selber ausrichten hier in der näheren Umgebung, das könnten wir uns vielleicht noch irgendwie vorstellen. Also dann wirklich, wo man sagt, so keine Ahnung, wir bieten folgende Spiele an, XYZ, und das Ganze dann halt für geladene Gäste, 20, 25 Peoples, soweit es dann dementsprechend die Pandemie dann zulässt. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also keine Riesengeschichte, sondern wirklich einfach sagen, so, wir machen eine kleine, aber feine Hobby-Convention, wo man diverse Sachen dann einfach mal dann anzocken kann. Ich denke mal, das ist ganz, ganz witzig. Natürlich würde ich auch ganz gerne, dass man losfährt und auf diversen Cons auch dann halt als Aussteller dann da ist. Das haben wir ja auch schon mal gemacht bei der Melbell-Con. Ganz liebe Grüße an Mel. Und wir wollten eigentlich auch noch mal zur Red Lion Con und zum Spielzug, glaube ich, auch noch. Das ist aber alles irgendwie abgesagt worden. Spielzug ist damals ja abgesagt worden. Ich glaube, weil die MHH irgendwie diese Räumlichkeiten nicht mehr stellen wollte. Und der Spielzug, nee Quatsch, die Red Lion Con, da konnte ich glaube ich dann kurzfristig nicht hinfahren, weil ich arbeiten musste. Also von daher, da wäre ich sehr, sehr gerne mit hingefahren. Das so zum Thema Conventions. Dann Livestreams. Wir haben es ja endlich wieder geschafft, dass wir auf Twitch vertreten sind, auf YouTube und was weiß ich nicht was. Und Hauke und ich haben ja irgendwann mal wieder so einen Livestream einfach mal angestoßen. Ich denke mal, das kann man super abends einfach mal machen. Sich dann kurzfristig eben hinsetzen, jeder hat was zu basteln, was zu malen, und bevor man das alleine dann hier irgendwie macht, vor YouTube oder sowas, ja, dann können wir auch uns hinsetzen und quatschen dann über irgendwelche Dinge wie Gott und die Welt, und ich denke mal, da sind Livestreams ziemlich, ziemlich passend dafür, dass man sowas da machen kann. Dazu natürlich dann auch irgendwelche Crossover-Geschichten, heißt zum Beispiel, wir könnten uns sehr, sehr gut vorstellen, mit euch irgendwelche Crossover-Geschichten zu machen. Dass man so eine Art Tabletop-Podcast-Wichteln macht oder so mit anderen oder mit Rollenspielen oder sowas. Das fände ich, glaube ich, ganz witzig. Und das schreibe ich mir mal auf, das finde ich auch gut. Ja, das könnte man wirklich einfach mal machen, weil ich finde das ganz witzig, wirklich einfach mal so gegenseitig sich dann immer irgendwie mal so einzuladen, zu pushen und so. Vor allen Dingen, weil das ja auch Bock macht. Ne, also das ist ja einfach. Und vielleicht ab nächstes Jahr, dass wir einfach mal Themenmonate machen, sodass wir für 2-3 Monate hinweg ein Thema nehmen, was wir dann sehr, sehr gründlich beleuchten. Nicht nur von irgendwelchen Entstehungsgeschichten, sondern dann auch vielleicht mit den Machern sprechen, mit den Leuten sprechen, die das Spiel schon sehr lange spielen, die das Spiel in- und auswendig kennen, und dann vielleicht sogar mit dem einen oder anderen Demospiel dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen noch näher dann rankommen an die ganze Geschichte. Dann möchte ich ganz gerne auch noch wieder mit Leuten in Kontakt kommen, die vielleicht in unserer Gemeinschaft Tabletop, Rollenspiel etc. pp. Vielleicht noch nicht wirklich groß gesehen werden. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Anfrage von einem jungen Mann, der hat ein Rollenspiel geschrieben, und das hat ihn quasi durch seine psychische Erkrankung gebracht. Und das sind solche Themen, wo ich einfach sage, yo, dafür haben wir auf jeden Fall auf unserer Station Platz. Dafür haben wir Räumlichkeiten eingerichtet, um genau diese Leute einfach hier hochzubringen und denen quasi eine Bühne zu geben. Und das ist, glaube ich, das Ding, was wir uns dann halt nächstes Jahr so auf die Fahne schreiben. Ne? Und ja, jetzt wäre so die Frage, auch so in den Chat, was wäre denn so euer Part, den ihr ganz gerne von uns dann nochmal vielleicht irgendwie hören könnt? Müsst ihr jetzt nicht sofort reinschreiben, aber vielleicht so im Laufe des Abends, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht.
Ja. Das sind so die Zukunftsideen, die ich so habe. Ich weiß nicht, Hauke, Christian, Ronny, ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwie was zu habt. Also ich finde, Hauke sollte was von Barry White singen. Haha, da bin ich sofort dabei. Das will ich auch hören. Das sind etwas unsachliche Eingaben. Sorry. Aber wenn ich mal kurz den Ball aufnehmen darf. Das, was Peewee eben sagte. Ne? Also ich sag's mal so. Es gibt eine Vielzahl von Podcasts, die sich halt mit Games Workshop in welcher Couleur auch immer auseinandersetzen. Und das können wir natürlich auch machen, wenn das Sinn macht. Aber es ist wenig gewonnen, wenn man das Thema zum 25. Mal durchkaut. Es muss ein bisschen mehr halt bei rumkommen. Und gerade diese Randbereiche unseres Hobbys zu beleuchten, wie diese Meldung von dem jungen Mann, den Peewee eben gerade ansprach, ne? Das macht Sinn, weil eben auch im Chat sagte auch jemand, Dussi, glaube ich, dass er erst durch unser Podcast gemerkt hat, wie viele Cons es eigentlich gibt. Und das, meine ich, ist genau unser Auftrag, einfach Informationen zu übertragen und zwar nicht die immer gleiche wiederkauen, sondern auch mal was Neues zu bringen. Und das mag dann halt auch sein, dass es, also zum Beispiel Scherbenfresser, das war so eine Sache, ist es sicherlich nicht ein zentraler Bereich des Hobbys. Aber es gehört auch zum Hobby. Und für einige Leute mag das was sein und das mag auch super interessant sein. Aber damit man sich überhaupt eine Meinung bilden kann, muss man es kennen. Und wenn nicht wir, wer dann? Oder Podcast wie wir, wer dann? Kann denn so etwas überhaupt publik machen? Die Leute kommen ja auf gar keinen grünen Zweig, wenn keiner drüber spricht. Und ich denke, das steht uns gut an und das wäre eine Sache, die ich sehr cool finden würde. Mhm. Christian, wolltest du auch gerade noch mal sagen? Das, was ihr sagt. Ich unterschreibe blind. Ja. Hauke hat da echt einen guten Punkt. Also, ja, es ist das so. Bekanntmachen und dieses Informationen verbreiten, das ist auch das, was wir versuchen, das ist das, was ihr versucht. Und ich finde das auch sehr, sehr wichtig einfach, weil du halt, Unser Hobby ist so mannigfaltig. Oder wenn man jetzt mal überhaupt in diesen Nerd-Bereich geht. Also ich glaube, wir alle, ich kenne niemanden, der nur Tabletop oder nur Rollenspiel oder nur Brettspiele spielt. Das überschneidet sich ganz, ganz oft. Und da gibt's so viel. Und da kommt jeden Tag irgendwas. Du kannst da gar keinen Überblick behalten. Das funktioniert überhaupt nicht. Aber wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, hey, wir haben uns jetzt dieses eine Produkt angeschaut oder diese eine Convention besucht oder so, also ich persönlich finde es immer super, wenn jemand meinen Horizont erweitert und mir hilft dabei, coole Dinge zu entdecken. Also das ist doch nur positiv. Und das finde ich halt cool, dass es da jemanden gibt, der sowas macht. Und dafür bin ich euch zum Beispiel echt dankbar. Also diesen Mut zu haben, zu sagen, ey, das ist mir jetzt eigentlich relativ wurscht, ob das jetzt 3 Leute gut finden oder 3000. Ich mache das jetzt. Ich will darüber was sagen. Ich erachte das als wichtig. Ich erachte das als gut. Und deswegen erzähle ich jetzt was drüber. Das finde ich sehr, sehr cool und sehr, sehr lobenswert. Na, ich meine, es ist einfach, ne? Wenn du jetzt sagen kannst, so von wegen so, wir unterhalten uns jetzt über das neueste Spiel, was jetzt gerade wie das nächste Schwein durchs Dorf getrieben wird. Das ist einfach, da hinten mit aufzuspringen, auf den Karren und ebenfalls die Peitsche zu schwingen und das Schwein auch zu jagen. Das ist nicht schwer. Das kriegt man relativ einfach hin. Aber ich glaube wirklich, den Blick so über den Tellerrand zu kriegen, dass man wirklich dann halt Sachen findet, die vielleicht noch gar nicht so bekannt sind. Das ist, glaube ich, mit einer der größten Schwierigkeiten und auch der größten Künste, die man, glaube ich, dann auch in so einem Projekt dann quasi dann halt auch versucht anzugehen. Ne? Auf eine Sache möchte ich eingehen, die Düsi gerade gesagt hat. Er sagte nämlich bei uns im Chat, ich meinte auch teilweise steht jemand vor euch und sagt, hey, ich habe eure letzte Folge gehört, fühlt ihr euch überrumpelt oder könnt ihr darauf eingehen? Das erste Mal, dass ich überrumpelt wurde, war auf der Taktika, das muss 2019 gewesen sein, meine ich. Boah, überleg mal, schon so lange her, Sebo. Hart, ja. Richtig, richtig lange, ja. Alter Schwede, es muss 2019 gewesen sein. Da lief ich mit meinem bedruckten Dysonauts-Pulli, Hoodie, ich liebe Hoodies übrigens, lief ich über die Taktika und ich stand mit Sascha Sprenz und Steffi vom Tabletop Basement, auch liebe Grüße an der Stelle, stand ich, ich glaube, am Stand von Tommy von Tomarillion, glaube ich, muss das gewesen sein, ja.
Und plötzlich stehen wir da und da kommt einer an, gesellt sich zu uns und sagt, ey, hier, cooler Podcast und so, ich höre euch sehr gerne. Und ich so, hallo? Mir ist erstmal alles aus dem Gesicht gefallen. Ich wusste erstmal nicht, ich habe erstmal, ja, danke, das klingt total nett und freut mich und keine Ahnung. Und krass. Also das habe ich noch nicht, das war für mich das erste Mal, wo ich gesagt habe, von wegen so, alter Schwede, da hören dich ja wirklich Leute. Ich meine, ihr habt das wahrscheinlich öfter, ja, das ne? Wenn du auf der Taktika bist und hast ja, dann... Ja, es kommen natürlich immer wieder mal Hörer und ich freue mich jedes Mal. Also es ist einfach cool zu wissen, dass da jemand ist, der zuhört. Wir haben da eine Truppe aus dem tiefen Bayern, die uns jedes Mal, wenn sie zur Taktika kommen, einen Kasten Bier mitbringen. Jedes Mal. Die fahren durch die ganze Republik, nur dass wir gutes Bier haben. Und das ist einfach super lieb. So, wir wollten die dann besuchen auf ihrem Hobbytag. Dann kam leider die Pandemie dazwischen. Blöd, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Ja. Und gerade dieses Vernetzen mit Leuten und mit Freunden einfach, dieses Familientreffen-Taktika, das es für uns jetzt ist, weil das halt unsere Hausmesse ist, weil Magabotato ja in Hamburg angefangen hat. Das ist halt immer mega schön. Und ich weiß genau, was du meinst, wenn dann jemand kommt und dann sagt, hey, ich habe euch gehört und das ist voll super. Und man dann gar nicht weiß, wohin mit seiner Scham und gar nicht weiß so, ja, danke, was mache ich denn jetzt? Und dann, also das ist schon schön. Ich glaube, Jungs, wir müssten dann mal gucken, dass wir dann mal auch nach Hamburg aufbrechen, auch mit einer Kiste Bier beladen und so, dass wir uns da oben irgendwie mal einquartieren oder so. Zeit. Und dann Ich helfe euch dann, die Kiste leer zu machen. Ja, das können wir machen. Das wäre ganz geil. Einer muss nur zurückfahren. Das ist mir egal, wer das dann für euch macht, aber irgendwie kriegen wir das bestimmt hin. Ne? Ronny, du kannst sowieso mit dem Zug dann fahren. Von da oben. Ja, war ja klar. Du kannst auch alleine mit dem Auto fahren, aber daneben so eine Kiste Bier leer machen, ist ein bisschen kacke. Das ist hart, ja. Also das geht vielleicht ein, zweimal gut, aber ich spreche aus Erfahrung. Also don't drink and drive. Nein, auf keinen Fall, weil wenn ihr Peewee nicht im Podcast hört, sondern der mal neben euch steht, dann wisst ihr, shit. Da würde ich ganz dann ehrlich, das genau, wollte ich gerade sagen. Also das könnte dann ein bisschen extremer werden dann halt. Wenn ihr meine sexy Stimme dann plötzlich mit Lülala im Hintergrund hört oder so. Ja. Nein. Meine, du siehst fesch aus in der Uniform, aber ich will dich halt einfach nicht in der Uniform sehen, weil ich Mist gebaut habe oder so. Auf Nein, das wollen Fall. Die wenigsten. Das wollen die wenigsten. Das realisieren die dann aber erst immer später. Das ist immer das Schöne. Ja, es ist halt so, ne? Ja, was schreibt Düsi dann noch eben? Erstmal liebe Grüße an Daniel, der ist nämlich jetzt leider aufgegangen, ist aber nicht so ganz so schlimm. So, Düsi schreibt zum Thema Erwartungen und zukünftige Folgen. Ich finde Erwartungen an einen Podcast, gerade der so vielfältig ist, wie euer, deckt so viel ab. Habt einfach Spaß an euren Themen, transportiert das und alles ist super. Mal höre ich dann zu, mal nicht, aber das ist halt der Vorteil vom Podcast. Genau so ist es. Also, ich höre mir auch nicht jede Folge jeden Podcast an. Also, ich sag mal, ich habe einen Lieblingspodcast mit dabei, das ist Stay Forever. Da sind aber auch Sachen bei, die ich mir nicht antue. So. Das ist genau das Ding einfach, ne? Das ist eine Folge, die interessiert mich, dann höre ich da rein. Bums, Ende. Läuft. So. Also, alles richtig, gut. Das ist ja das Gute an diesem On-Demand. Also, wir sind ja, Podcasts sind ja einfach On-Demand für umsonst. Voll gut. Wir sind wie Netflix, nur billiger. Aber genauso geil. Ja, natürlich. Also, okay. Wir sind nicht so geil wie Henry Cavill. Niemand ist so geil wie Henry Cavill. Nein, das stimmt. Aber ansonsten auf jeden Fall. Ich find auch die Idee mit den Themenmonaten echt cool. Da bin ich mal sehr gespannt, weil ich muss sagen, ich bin sehr, sehr offen für verschiedene neue Eindrücke. Also hier Star Trek, ne? Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass ich mir gedacht habe, ich würde schon gern was mit dem Peewee machen, aber ich habe keinen Dunst. Und das war jetzt nicht nur der Grund, aber ich habe dann gedacht, okay, ich mache das jetzt, dann kommt auch noch was Gutes dabei raus. Hat sich voll gelohnt. Und wenn jetzt einer sagt, hier, pass auf, ich erzähle dir jetzt was über die Takelage von Dreimastern um das Jahr 1800 herum, dann denke ich mir so am Anfang so, boah, das muss ja super langweilig sein, aber okay, ich gebe dir eine Chance. Und dann höre ich da rein und am Ende kaufe ich mir vielleicht ein Buch über Knoten. Also das ist halt einfach so, ich finde es halt cool, wenn man merkt, jemand anderes ist begeistert von irgendwas, dann springt dieser Funke ganz oft über. Also ich weiß ja von dir, Peewee, du bist ja auch so ein Hobby-Schmetterling. Mhm. Und
dass ich ein Hobby-Schmetterling bin, das muss ich, glaube ich, keinem erzählen. Ich bin der Typ, der immer live irgendwelche Spontankäufe macht. Das kommt mir gerade vor wie so ein Déjà-vu. So. Hatten wir das zufällig vorhin im Intro? Ja, habe ich das schon mal gehört. Also ja, ganz entfernt so. Weiß gar nicht, woher das also, deswegen, ich finde, auch wenn auf den ersten Blick ein Thema jetzt nicht den Sweet Spot trifft, wie es so schön heißt, dann sollte man dem einfach trotzdem eine Chance geben, weil was hat man zu verlieren? Im Endeffekt, wenn man Fans von euch ist, dann hört man euch zu, wie ihr über was redet, was einen halt dann jetzt nicht so super interessiert, aber was hat man dann verloren? Nichts. Man hat ja trotzdem eine coole Zeit mit euch verbracht. Ja. Und deswegen einfach dem Ganzen eine Chance geben, das ist, finde ich super wichtig. Und ich freue mich auf die Themenmonate. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, da müssen wir mal gucken. Ne? Also das war jetzt erstmal nur so ein grober Ausblick, wie das Ganze dann halt stattfindet. Ne? Das müssen wir im Team nochmal besprechen. Und ich denke ich mal... Ich dachte, ich mache jetzt schon mal ein bisschen Druck einfach. Dass du ach merkst, so, ja. Du musst jetzt was ja. liefern. Jungs, habt ihr gehört? Hier. So, jetzt müssen wir liefern. Scheiße. Wir können das schon mal ein bisschen spoilern. Genau, wir können auch mal ein bisschen spoilern. Genau, richtig. Ja, also im Dezember ist unser My Little Pony im Monat. Also, ach was, echt jetzt? Das finde ich gut. Bin ich sofort dabei? Baut ihr die selbst oder ist das nur für Pen and Paper? Also hier dieses Tales of Equestria? Ja, nee, Christian verkleidet sich. Da fängt es schon an. Es ist im Ernst ja ein Thema auch für Erwachsene, ne? Glaubt man gar nicht. Ja. Aber gerade weil es eben Tales of Equestria gibt und ja. Ich gucke mit unseren Kindern teilweise My Little Pony und ich finde, dass da viele Anspielungen in die Realwelt sind, die Kinder gar nicht unbedingt verstehen, die wahrscheinlich dann augenzwinkernd an die Erwachsenen gerichtet sind. Und das ist gar nicht so dumm. Gibt es denn im Rollenspiel bei My Little Pony, gibt es da ein Pferd oder ein Pony, was den ganzen Tag schlecht gelaunt ist, wie bei den Schlümpfen, Mufti? Ja, gibt's. Dann möchte ich das spielen. So ein älteres Pferd, ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt. Ja, wenn, dann möchte ich das Pferd Arschi. Nee. Boah, wie hieß das noch? Ich weiß es nicht. Also da gibt's ja Pinkie Pie. Pinkie Pie ist komplett überdreht, ist die ganze, die läuft gar nicht, die hüpft nur die ganze Zeit, weil die komplett irgendwie auf Zucker ist, glaube ich. Die hat auch so ein Backshop mit einer Naschecke. Der Mann ist voll informiert, ey, das ist mal. So geil. Ich wollte gerade sagen, da kommt so ein altes Pony, so ein ganz altes Pony, so, ne, so ist schon echt ewig lang im Ruhestand, der will jetzt einfach nur seine Ruhe haben und so, und die hüpft die ganze Zeit um den drum zu, na, lass mich in Ruhe, ich will nichts von dir, ich will keine Freunde. Super gut. Oh, das möchte ich spielen, das Pony. Also, ja. Ich möchte den Namen Buttermoon hiermit jetzt schon mal für mich reservieren. Buttermoon? Das ist mir gerade eingefallen. Alter. Buttermoon. Ich sag's nur. Alter Schwede, ey. Ja, ist mir noch nicht zu Ohren gekommen. Wäre also quasi einzigartig, ja. Mhm. Gut. Finger weg von diesem Namen. Okay, ist eingetragene Wortmarke jetzt. Sehr schön. Finde ich total find ich geil. Hauke könnte dann wirklich diesen komischen Pony auf Drogen da spielen. Ne? Wie hieß es denn noch? Pinkie Pie? Hauke. Pinkie Pie. Ja, dafür ist seine Stimme, glaube ich, nicht passend. Es sei denn, ich weiß nicht, ob Hauke eine gute Kopfstimme hinkriegt. Dann mag sein. Helium. Helium regelt. Helium. Das wäre, glaube ich, das anstrengendste Let's Play aller Zeiten, wenn du die ganze Zeit an so einen Ballon riechen musst. Das ist ja irgendwie... Ja, und irgendwann hat Hauke in den Rettungsdienst erstehen, weil er nicht mehr kann. Ja. Ich höre es doch schon. Das wäre ja nicht so gut. Ich höre es doch schon. Ja, also, wie gesagt, das wären so unsere Ausblicke in die Zukunft. Also, so mal eben so. Ne? Das hört sich alles sehr, sehr spannend an. Ich denke auch. Ich freue mich darauf. Worauf ich mich auch freue, nachdem wir jetzt diese coole Patreon-Nachricht hatten, hast du noch mal so ein paar Geburtstagsgrüße vielleicht? Ja, warte mal. Dass wir doch mal ein bisschen auf die Tränendrüse drücken können. Ja, ich habe jetzt noch einen längeren. Warte mal, der geht ein bisschen länger. Moin David, mein Jung. Wie geht's dir denn heute? Ja, hervorragend, mein lieber Mirko. Denn heute gibt es etwas zu feiern. Hast du den Shampoos schon kalt gestellt? Warte mal ganz kurz. Ich muss mal kurz schauen. Wieso eigentlich einen Shampoo kaltstellen? Was ist los? Habe ich was verpasst? Jetzt ist er wieder, ne? Wieder nicht informiert, der Mann. Heute feiern wir etwas ganz Besonderes. Heute feiern wir einen anderen Podcast, den Dysonauts Podcast.
Und zwar ist der 100 Jahre alt geworden, habe ich gehört. Nee, warte. Das stimmt irgendwas nicht. 100 Jahre alt? 100 Jahre. Vielleicht sind das 100 Episoden. Das könnte stimmen. Jetzt erinnere mich, die Dicionauts. Ja, stimmt, da waren wir doch einmal, wir beide zu Besuch und haben doch dem Peewee doch da von Midgard so voll geschwärmt. Und tatsächlich, die Dicionauts, die feiern ihre 100. Episode. David, ich will ja nicht meckern, ne? Aber die sind ganz schön lame, die Leute da, ne? Wir sind ja schon weit drüber und wir beide haben es geschafft, unsere 100. Episode zu verschwitzen. Aber die denken ja, dran. Das ist richtig. Das ist, vielleicht sind die etwas organisierter als wir. Das hat man vielleicht in dem Gespräch auch gemerkt. Wer diesen Podcast zugehört hat, der weiß vielleicht, dass Peewee nicht ganz so planlos seine Podcasts macht wie wir. Aber ich meine, das hat ja bei uns, ist das ja geplant und Charme. Das ist ja, es liegt nicht daran, dass wir nicht vorbereitet sind. Das liegt daran, dass wir das extra so machen. Das ist ja alles, ne? Das sind ja unser Masterplan hier. Genau, nein. Aber ja, ich meine, jetzt sind sie über 100 Jahre alt oder naja, so ähnlich halt, ne? Das ist ja auch mal, ist ja auch ein Achievement, ne? Wenn man seit 1921 Podcast macht, dann kann man das rechtfertigen, mal, dass man eine kleine Feier eben macht. Nein, aber ich meine, es ist ein Rollenspiel-Podcast, da ist ja Shampoos ja eigentlich Quatsch. Da müsste man ja, beim Rollenspiel, was holt man immer raus? So eine Packung Salzbrezeln und vielleicht Coca-Cola Light, würde ich behaupten. Ja, irgendein Zuckerwasser, irgendein zuckerhaltiges Getränk und dann die schönen Salzbrezen oder Salzstangen oder irgendetwas. Und du wirst lachen, genau das habe ich auch hier stehen. Und weißt du was? Ich kenne auch Podcasts, die haben deutlich länger gebraucht, um 100 Episoden zu bekommen oder zusammenzukriegen, anders als die Dicionauts. Und ich muss mal sagen, liebe Dicionauts, es ist eine großartige Leistung, dass ihr 100 Episoden jetzt schon auf dem Tacho habt. Und wir werden das jetzt ausgiebig feiern. Ich sage herzlichen Glückwunsch zur 100. Episode. Ich lehne mich jetzt zurück und warte darauf, dass ihr uns dann irgendwann mal wieder einladet und wieder mal wieder mit euch über Midgard und so reden können. Und ansonsten bleibt so, wie ihr seid, meine Lieben da draußen. 100 wirklich tolle Episoden, muss man ja sagen. Ich würde auch behaupten, wirklich, wirklich schöne Episoden. Viele mit viel Liebe gemacht, mit viel Gedanken darum gemacht, was den Leuten hilft. Und ich hoffe, dass ihr noch mindestens 100 Episoden aufnehmen werdet. Ich schätze mal, das werden noch durchaus mehr werden, so wie ich euch kennengelernt habe. Habt ihr da Bock drauf? Und da wird es bei 100 weiteren nicht bleiben. Also schätze ich mal, dass ihr die 100 Jahre vielleicht auch noch voll kriegt. Wobei, naja, das sehen wir dann ja mal, ne? Alles klärchen. Dann herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Bis dann. Bis denn. Tschüss. Der liebe David und der liebe Mirko vom Steamtinkerers Klönschnack. Also Steamtinkerers Klönschnack. Beide sehr, sehr liebgewonnene Freunde, muss ich jetzt einfach mal sagen. Ich höre die beiden unglaublich gerne. Mit den beiden kann man unglaublich viel Spaß haben. Und vielen, vielen Dank. Also, ja. Das sind mal geile Geburtstagsgrüße, möchte ich mal wohl sagen. Ja, richtig Mühe gegeben. Und Salzbrezeln hingestellt, das finde ich auch gut. Das ist so ein Kinder... Salzbrezeln, so... Ja, das ist so eigentlich der langweiligste Snack, aber wenn du eine gegessen hast, dann isst du die ganze Tüte, das ist super schlimm. Ja. Das hat so ein bisschen was von so einem Kindergeburtstag, weißt du, von früher so. Wenn du so Schokolade, kennst du so dieses Stoppessen, so mit Schokolade und Verkleidung und so? Oh ja, hier so? mit Mütze, Schal, Sonnenbrille und Besteck. Fäustlingen, ja, ja. Und dann mit Messer und Gabel. Ja, Schokolade essen. Super, bis eine 6 gewürfelt wird, ja, super geil. Großartig, ah. Das waren noch Zeiten. Ja. Riesenspaß könnte man mal wieder machen eigentlich. Auf jeden Fall. Ja, und mit Mirko und David hatten wir wirklich eine Folge über Midgard gemacht. Also Midgard, das älteste deutsche Rollenspiel, war mir bis dato überhaupt noch gar kein Begriff. Und bis ich die beiden dann einfach mal gefragt habe, Jungs, jetzt reicht's, jetzt müsst ihr mir was über Midgard erzählen. Das war schon cool. Ich find's immer wieder krass. Das ist halt für jeden, für jedes kleine Feld in unserem wunderschönen großen Hobby einfach irgendwelche Leute gibt, die da halt richtig drin aufgehen und voll die Experten sind. Ja, sind die. Das finde ich halt mega cool.
Also gerade wenn du einfach was über Midgard wissen willst oder so, da musst du die beiden fragen. Ne? Also das war schon eine spannende Reise, muss ich ganz ehrlich sagen. So, als wir so diese Folge aufgenommen haben, erstmal bis es zu dieser Folge überhaupt kam. Ne? Da hat Vodafone ja hier dreimal den Maulwurf durchgejagt durch unser Internetkabel, dann war das Internet ja kaputt hier. Und dann beim dritten Mal hat es dann echt funktioniert, dass wir dann den Podcast aufnehmen konnten. Und es war sehr, sehr interessant, dann plötzlich zu erkennen, woher Midgard eigentlich gekommen ist, so, ne? Und wo das jetzt quasi hingeht. Und jetzt mittlerweile sind Jürgen und Elsa Franke, die das Ganze ins Leben gerufen haben und sich ausgedacht haben, sind mittlerweile wohl auch schon etwas älter und möchten das Ganze jetzt abgeben. Und soweit ich jetzt mitgekriegt habe, macht das ab 2022 der Pegasus Verlag. Also, und das über 40 Jahre, das musst du mal reinziehen, 40 Jahre ein Rollenspiel zu bedienen. Das ist schon krass. Das ist echt Hingabe und Leidenschaft. Ist es das, was euch am Podcasten Spaß macht? Also dieses Erfahren von Hintergründen oder ist es dieses immer wieder was Neues kennenlernen? Wieso macht ihr einen Podcast? Das ist eigentlich die Frage. Also was ist der Antrieb und was macht euch daran am meisten Spaß? Das würde mich mal interessieren. Ich würde die Frage einfach weitergeben. Ronny vielleicht, dann Christian, dann Hauke. Ist gar nicht so einfach zu beantworten, finde ich. Man tut was Gutes. Also man lässt andere an seiner Freude teilhaben und verbreitet dadurch Freude. Das ist für mich so ein Antrieb. Kurz gesagt. Und es macht natürlich Spaß. Kurz gesagt, ja. Nee, ist wirklich gut. Du, wenn du willst, macht Christian weiter. Jo, mache ich gerne. Ich mache es aber auch ganz einfach. Ich unterhalte mich einfach gerne über solche Sachen und wenn andere Leute da zuhören wollen und vielleicht auch was dazu sagen können, ob nun über Kommentare oder sonst irgendwie was, dann finde ich das halt einfach cool. Ich habe einfach Bock daran, mit euch da über alles Mögliche zu quatschen und ja, das ist es halt. Warum sollen da nicht andere mit zuhören, ne? Das ist ganz einfach und simpel gesagt. Da steckt kein höheres Ziel dahinter. Für das höhere. Dafür bin ich zu einfach gestreckt, glaube ich. Ja, alles gut. Hauke. Ich denke, im Prinzip ist es genau das, was Ronny eben auch schon gesagt hat. Auf der einen Seite ist es gar nicht so einfach, Leute zu finden, mit denen man sich gepflegt unterhalten kann. Ich weiß nicht, ich bin halt umgezogen und habe hier schwer Anschluss gefunden an die lokale Szene. Was nicht an der Szene liegt, sondern eher an meiner Persönlichkeit. Also irgendwie ergab sich das halt bisher nicht. Und für mich ist es unglaublich befreiend und entspannt, einfach mal wieder über Hobbysachen zu sprechen. Und hinzu kommt einfach, so ein Podcast ist ja letztendlich nichts anderes, als wenn du in eine Kneipe gehst und dich dort mit einem Kumpel unterhältst über ein Thema, das dich interessiert. Nur, dass auch noch jeder, der Lust hat, die Gelegenheit hat, sich mit an den Tisch zu setzen und zuzuhören. Und wenn dann am Ende sowas mal rauskommt, wie der erste Gratulant sagte, ne, dass er eine schwere Zeit hatte, aber Dysonauts gehört hat und das hat ihm halt geholfen, dann ist das umso schöner. Dann hat die ganze Sache auch noch wirklich einen höheren Sinn. Und ist aber so, wir verdienen ja mit dem Podcast kein Geld, ist ja ganz im Gegenteil. Wir bezahlen ja Geld dafür, dass wir den Kram senden. Aber dann macht das Sinn halt. Und dann freue ich mich auch wirklich. Ja, das mit dem Geld, weißt du, das wird immer gleich so vorgeworfen, so nach dem Motto 4. Oder es wird schnell und leicht vorgeworfen, ne? So von wegen, jetzt machst du Podcast, ne? Ist ein bisschen bekannter, jetzt wollt ihr gleich Geld haben und so weiter, ne? Also wenn ich mir jetzt alles mal zusammen ausrechne, was man so für diesen ganzen Podcast quasi ausgegeben hat, hätte ich mit meiner Frau, glaube ich, einen schönen zweisamen Kreuzfahrturlaub machen können. Zwar nicht jetzt irgendwo in der Malediven-Ecke oder sowas, aber die Hurtigrouten wären, glaube ich, schon drin gewesen. Ja, so ein bisschen Nordsee-Kreuzfahrt wird schon gehen. Da bin ich ganz bei dir. Das ist echt so. Also das wird auch vielleicht ein bisschen unterschätzt, wie viel, naja, Materialaufwand und halt auch so diese Hausmeisterkosten irgendwie, ne? Mhm. Also dieses, naja, die Seite muss halt schon laufen. Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Da kannst du halt nichts machen. Du zahlst es halt und gut. Aber ja. Ich sehe das halt, also ich persönlich, Podcast ist halt nochmal ein Hobby für sich. Voll Meta so, das Hobby, in dem du über dein Hobby redest. Und das gehört dann halt dazu. Dann kaufe ich mir halt ein Püppchen weniger und dafür zahle ich halt einen Monat
Hostingkosten. Ja, und es wird ja auch nicht alles günstiger, ne? Also im Gegenteil, ne? Also wir kriegen jedes Jahr kriegst du von deinem Provider kriegst du da quasi eine Rechnungszusendung, wo dann halt immer gleich gesagt wird, am nächsten Jahr zahlen sie dann irgendwie 10 Euro mehr oder irgendwie sowas, ne? Ja, ja. Das ist ja quasi. Die sind super beliebt. Ja, ja, das ist ja so automatisch dann eben so mit dabei, ne? So, mit Sicherheit kann man irgendwo was Günstigeres wiederfinden, aber ja, also Christian wird mir dabei pflichten, never change a running system, ne? Also. Ich habe jetzt keinen Bock, alles umzubauen und wegzuladen und neu einzufliegen. Genau das. Und so, ne? Also genau das. Dann baust du alles um, dann sitzt du wieder monatelang an dem Zeug, das du schon mal in der Hand hattest, baust alles um und dann machst du es 2-3 Jahre später wieder. Das ist halt doof. Ja, und nachher funktioniert's nicht. Beißt man halt in den sauren Apfel. Ja, genau. Ja. Dann denkst du, hast alles cool und zahlst einen Zehner weniger, so nach dem Motto. Aber der ganze Bums funktioniert nicht. Und dann krieg ich schon echt Pickel, ne? Also das Ding muss laufen, ne? Gerade so, ja. Ja. Ja, Düsi schreibt gerade, viele kleine Beträge ergeben was Großes. Ja, genau. Also allein so durch die Einnahmen von Patreons, ne, und ich sag mal, unserem Mitgliedsbeitrag, den wir ja hier so untereinander dann so quasi ausgemacht haben, ist natürlich erstmal schon so derbe alles bezahlt, dass wir uns darüber keine Sorgen mehr machen müssen. Das muss ich auch dazu sagen, ne? Also das hilft dann schon echt, ne? Und ja, das sind schon ein paar Ausgaben dann halt pro Jahr, ne? Muss man einfach mal so sagen. Ja. Ja, das ist so. Vor allem, wenn du dann auf einer Messe fährst und dann oft haben wir kleinen Projekte ja das Glück, dass uns die Conventions dann sagen, ja komm, jetzt ihr müsst jetzt nicht den Stand bezahlen, macht halt Programm. So. Und dann wird man da auch nochmal ein bisschen unterstützt. Mhm. Aber bei manchen Conventions zahlt man halt dann auch noch den Tisch und dann muss man ja hinfahren. Und dann da auch pennen irgendwie. Und klar ist das Hobby, aber es ist auch ein bisschen Arbeit, weil man halt davor und danach echt noch was zu tun hat. Und dann willst du ja einen Stand aufbauen, dann brauchst du auch noch irgendwie so einen Backdrop irgendwie oder so ein Roll-Up oder wie das heißt. Ja. Und dann denkst du ja, ja, aber wir könnten eine Platte aufstellen. Ja, dann baust du halt eine Platte. Okay, gut, baust du eine Platte. Ja, aber die Minis, wir könnten echt mal ein paar neue gebrauchen. Ja, komm, dann kaufst du noch ein paar Miniaturen. So, das würdest du ja alles nicht machen, wenn du da nicht auf die Messe gehen würdest, wenn du keinen Podcast hättest. Ja. Und dann sparst du dir zwar vielleicht den Eintritt als Aussteller, aber das steht in keinem Verhältnis. Ja. Darf man nicht vergessen, dass das Arbeit ist, ne? Also da den ganzen Tag stehen von morgens 10 oder 9 bis abends dann irgendwie und den ganzen Tag quatschen und Demos geben und nochmal quatschen. Das sieht, wenn man da langläuft, ne, ist das für die Leute, die da als Besucher kommen, ist das easy, ne? Ja, komm, die stehen den ganzen Tag dahinter und trinken Kaffee, ne? So, nee. Ja. Ja, aber auch stehen tut irgendwann ab der 7. Stunde weh. Ja. Also messen sind aber schon. Aber ganz ehrlich, deswegen, da merkt man doch, dass wir es gerne machen, weil wir es ja immer noch machen. Und es ist ja auch echt cool. Also das soll ja jetzt auch hier nicht irgendwie so ein, oh, wir haben es so schwer, bemitleidet uns oder euch sein, sondern man macht es ja gerne. Also ich spreche auch aus Erfahrung, du kennst es ja auch zur Genüge. Man hat da halt schon auch Bock drauf. So, man geht ja auch ein bisschen so eine Verpflichtung gegenüber seinem Publikum ein. So, man schafft die sich ran irgendwie und die Leute mögen einen dann oder setzen sich zumindest mit einem auseinander. Und dann möchte man denen schon irgendwas bieten. So ein bisschen so wie Zirkus. Also du kannst jetzt halt nicht jeden Tag mit 3 Bällen jonglieren. Irgendwann musst du den Tiger durch den Reifen jagen, sonst wird's nichts. Aber es macht ja auch Spaß. So. Also, ne, ich sag mal, du bist natürlich froh, wenn der Tag um ist oder wenn die Tage um sind, bist du froh, wenn du sagst von mir, oh geil, endlich alles einpacken, ne, jetzt zischen wir noch ein kühles und dann ab ins Hotel und morgen früh fahren wir alle nach Hause. Aber halbes Jahr später gehen die ersten Sachen wieder los und sagen von wegen, hier, was machen wir denn eigentlich? Weißt du, das ist ja auch genauso bekloppt. Auf jeden Fall. Ne, das ist ja genauso bekloppt. Ja, das ist so ein bisschen, das ist wie, kennt ihr das, wenn ihr früher so mit 16, 17, 18 so ein Wochenende saufen wart? So, du kommst nach Hause, hast den derben Kater am nächsten Tag und denkst dir, boah, ich trinke nie wieder Alkohol. 2 Tage später ruft dein Kumpel an, ey, da ist Champions League, kommst vorbei, ne? Ja, klar kommst du vorbei und natürlich trinkst du einen halben Kasten Bier, was soll's? Ja. So, das ist genau das. Das ist genau das, ne? Deswegen kommt Hauke ja auch am 30. runter und Hauke, du hast gesagt, du wolltest hier pennen, ne? Dann brauchst du nachher nicht mehr zurückfahren, ne? Ja, ich wollte auch mindestens ein Kiste Bier trinken, also um ernsthaft. Oh, scheiße. Hey, sag mir Bescheid, wann das ist, dann
Ich schick dir Bier hoch auch noch ein bisschen. Dann können wir ein bisschen fränkisches Bier noch trinken. Ich schick dir einen Sixer. Dann können wir sagen, ob es gut oder schlecht war. Ja, sehr gerne, sehr gerne. 30.10. treffen wir uns. 30.10., da machen wir aber noch mal eine gesonderte Anmerkung zu in den sozialen Netzen, wann wir denn quasi dann auch das Live-Video starten, wo Hauke dann Titan Legion auspackt. Ich bin nur der Kameramann und stell doofe Fragen. Hauke, ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Ja, das wird bestimmt cool. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da die Bilder, die Hauke da schon rumgesteckt hat bei uns so in der Gruppe und so, schon geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also wirklich, ja. Gut, seid ihr bereit für noch einen Geburtstagsgruß? Auf jeden Fall. Jederzeit. Ich hätte noch einen. Also ich hätte noch ein bisschen mehr, ne? So ist ja nicht, ne? Soll ja nicht euer Schaden sein, ne? Ja, hallo, hier sind Sascha und Steffi vom Tabletop Basement und wir wünschen euch alles Gute zur 100. Folge Dysonauts. Wir freuen uns, dass ihr stetig dran geblieben seid und wir waren immer sehr gerne zu Gast bei euch. Und wir hoffen natürlich, dass weitere 100 Folgen folgen. Also viel Spaß bei den Dysonauts. Tschüss. Tschüss. Ach, cool. Die beiden sind auch so eine Institution, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Also die, was die fürs Hobby machen, krass. Ganz, ganz liebe Grüße an euch. Ich mag die auch. Ich mag die auch. Die sind super. Ich weiß noch nicht, ich bin irgendwann mal in Saschas alter Studio gewesen in Hannover. Und da war er gerade irgendwie dabei und hatte Bolt-Action-Figuren, glaube ich, auf dem Tisch oder sowas. Und da hatten wir auch so einfach schöne Stunde, einfach nett gequatscht. Das war total nett. Ich bin damals auf der Taktika in den Sascha reingelaufen, als ich eigentlich auf Toilette wollte. Da hat er mir dann kurz vorm Klo hat er mir ein Mikro unter die Nase gehalten und ich musste so dringend, aber ich wollte auch was sagen. Es war so eine typische Zwickmühle auf so einer Messe halt. Ja. Runterschlucken oder reden? Runterschlucken oder reden? Ja, ich habe natürlich geredet, hallo? Ja. Wir sind ja Podcaster, wir labern ja. Wenn uns keiner stoppt, dann hören wir nie auf. Ja, sehr geil. Ja. Hauke, wahrscheinlich auch bei dir, Tabletop Basement, auch gerade so im Bereich des Wargaming, also Richtung Bolt Action und NATO-Kram und so weiter, wahrscheinlich auch eine Institution wahrscheinlich, ne? Auf jeden Fall, also ich gucke das immer super gerne, ich gucke das besonders gerne, wenn die ihre Folgen haben, in denen sie 5 Dinge aufzählen, was sie gut finden, was sie schlecht finden und auch was Geländebau betrifft und Tricks beim Bemalen und Resin gießen, alles Mögliche und so. Das ist halt das Krasse immer, ne? Man selbst hat die Leute schon 100 Stunden lang sich angeguckt. Man kennt die quasi besser als seine Großmutter und die selbst wissen noch nicht mal, dass es einen gibt halt. Kenn einen besser. Ja, kenn ich. Nein, das ist echt so. Ich habe mal Gronkh getroffen und das ist schon Jahre What? Her. Ich habe hier sogar ein Bild, da hatte der noch 400.000 Abonnenten. So, jetzt hat er ja keine Ahnung wie viele Millionen. Und es war auf der RPC und ich wollte eigentlich gerade gehen und lauf raus. Und am Hinterausgang stand er halt Gronkh, Sarrazar, Sergeant Rumpel und noch irgendeiner von dieser Truppe. Ach, cool. Und ich bin da so in die Reihen gelaufen und hab den so reden hören, so links neben mir und denk mir so, hä, die Stimme kenne ich doch. Und guck rüber, dann stand er da. Und ich sag, ah, Gronkh, ah, servus. Und es ist so ein ganz komisches Gefühl, weil du halt einfach Stunden mit diesen Leuten verbringst. Die wissen das aber gar nicht. Und es ist so ein einseitiges Kennenlernen. So ein bisschen Stalking Light irgendwie, weißt du? Ja. So, ey, ich war mit dir schon heute auf Toilette. Das weißt du nicht, aber so nett. War das. Das ist, ja. Ja, ne? Das ist schön. Ich gucke deine Videos ja, nicht, gerne beim Kacken. Die helfen mir zu entspannen. Da hast du doch die beste Zeit, oder? Ja. Die besten Ideen Zeit kommen zum doch. Lesen meistens. Nee, das ist aber wirklich nicht. Die besten Ideen kommen beim Kacken. Das ist wirklich schon. Das stimmt. Oder unter der Dusche. Und jetzt, wenn du dir vorstellst, du könntest das beides vereinen. Oh nein, nein. Themenwechsel. Gut, harter Themenwechsel. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir bei Apple als anstößig gelistet werden. Ne? Oh ja. Ey, ich weiß nicht, überraschenderweise. Aber irgendwie. Wie wird man denn bei Apple nicht Marca-Botato gilt als unbedenklich. Ja, das stimmt. Echt? Ja, bei euch. Ihr seid unbedenklich. Ihr seid unbedenklich, wir sind anstößig. Ja. Das ist ja furchtbar. Das ist ja voll der Makel.
Ich will auch cool sein. Ja, da musst du einfach nur beim Hochladen der Folgen musst du einfach nur sagen, dass deine Folgen quasi anstößig sind und dann geht das. Dann kommst du auch zu den Bad Guys, weißt du, dann kommst du in the Hood. What a hood. Christian wollte singen, habe ich gehört. Christian wollte singen. Was? Nee, jetzt gerade nicht. Ja, das passiert aber heute nochmal. Warte mal ab hier. Keine Ahnung. Da fängt er nachher an mit Coolio und Gangsters Paradise oder irgendwie sowas. Sowas singe ich nicht. Das ist ja immer, ich sing nur Ballermann. Das ist ja immer gut. ich sing nur Ballermann. Ja, ich würde auch sagen, es passt auch besser zur Hautfarbe so, weil wenn die Weißbrote versuchen zu rappen, das ist immer, wenn du nicht Eminem bist, dann hör auf. Bei Deutschland sucht den Superstar immer rausgeflogen. Ja, das stimmt. Ja gut, aber da ist ja auch dieser, wie hieß er, Menderes rausgeflogen. Kann durchaus sein, ja. Ey, guck mal, der singt jetzt Ballermann-Lieder und ist erfolgreich. Christian, wieso singst du keine Ballermann-Lieder? Er ist vor mir auch die ganze Zeit. Das sexy Film hättest du. Cooler Name für mich ein. Das wäre eine Aufgabe für das hörende Publikum. Welchen Namen sollte Christian haben, wenn er quasi dann auf Mallorca wie heißt diese komische dicke Bier-Schinkenstraße da? Wie heißt die große? Schinkenstraße. Schinkenstraße, aber wie heißt diese große Bierkneipe da? Bierkönig, oder? Bierkönig, so, genau. Ja. Wie sollte Christians Name sein, wenn er auf dem Ballermann im Bierkönig auf dem Tisch steht und Ballermann-Hits singt? Ganz ehrlich, liebe Community, das wäre für mich einfach, für mich einfach das Ding. Also, ich hätte einen Vorschlag. Jetzt baust du ganz schön Druck auf, das geht schon nicht mehr. Düsi schreibt gerade also Chris Suffer. Okay. Ich persönlich finde ja Baller-Chrissy gut. Ja. Hauke schreibt gerade Chris Granate. Alles klar. Volle Granate, das sind Hauke noch. Oh, oh Gott, Jungs. ich weine. Ja, sehr schön. Okay, wir schweifen ab. Ich weiß gar nicht, wie wir vom Tabletop auf Ballermann kommen, aber das ist jetzt gut. Ja. Das ist so die Quintessenz eines Podcasts, oder? Aber wirklich. Jedes Mal. Das wird abschweifen. So. War das jetzt gut oder war das jetzt schlecht? Abschweifen, dann ist es kein Podcast. Ach so. Das ist kein Podcast, wenn wir nicht abschweifen. Das ist normal. Ich finde das gut. Weil so funktionieren doch Gespräche, oder? Man kommt doch vom Hundertsten ins Tausendste. Ja, das stimmt wohl. Prost an dieser Stelle. So machen wir locker noch 100 Folgen voll. Ziehen wir das einfach mal ein bisschen glatt. Ich habe hier einen Punkt auf der Tagesordnung. Tagesordnung, das klingt so richtig schön. Das klingt so richtig schön deutsch. Der Vereinsvorsitzende so möchte Spaß sprechen. Ja, genau. Genau. Ärztekongress. So. Ärztekongress. Wunderbar. Kolloquium. Dr. Sebo, Proktologe. Ah, nee. Ja, geil. Für den Doktor hat es nie gelangt. Ja, das ist schlimm. Arsch bin ich trotzdem. Okay, und zwar haben wir hier so ein bisschen Jeopardy sagt euch ja was, ne? Oh, Jeopardy. Wo man diese Frage im Endeffekt ist es nicht wie Jeopardy, aber es sind Fragen, die ich euch gerne stellen wollte. Es gibt fünf Kategorien. Tabletop, Rollenspiel, Brettspiel, Hobbymaterial oder Convention. Oh. Und in diesen Kategorien gibt es jeweils vier Fragen. Also 200, 400, 600 und 800. Also doch wie Jeopardy. Und ja. Und jetzt fangen wir doch einfach mal an, um das Ganze ein bisschen vorzumachen, mal eine Proberunde. Peewee. Jo. Welche Kategorie? Soll ich das auswürfeln? Ich habe keinen Würfel hier. Scheiße. Doch, ich habe einen Würfel hier. Warte mal. Die Dysonauts haben keine Würfel. Doch. Wow. Ich habe gerade einen Würfel gefunden, einen W6 von der German Garrison. So. Das ist gut, die 1 würfelst du nochmal, weil niemand will die 6 nochmal würfeln. Ich wähle 600 Hobbymaterial. Hobbymaterial 600. Also, die Frage ist, du bist im Farbenrausch oder bist du im Farbenrausch oder kaufst du eine Grundierung plus die drei Grundfarben und mischst selbst? Alter. Ja, so. Also, ja. Vielkäufer, so 1000 Farben plus oder eher, naja, die drei Grundtöne reichen mir. Ist das immer noch die Proberunde oder soll ich direkt schon antworten? Nö, du antwortest jetzt. Ach so. Sonst nimmt es ja keiner mehr. Ich lasse dich auf keinen Fall von alleine. Scheiße. Das ist ja auch genau die richtige Frage für mich, ey, so ein Fick. Wenn Manuel jetzt hier wäre, der würde sagen, du brauchst nur drei Farben und mehr brauchst du gar nicht. Vielleicht noch schwarz und weiß dabei, und dann, mehr brauchst du gar nicht. Und dann lässt er aber außen vor, dass du Farbverständnis brauchst
und Wissen über Farbtheorie und das lassen diese guten Maler nämlich immer schön außen vor. Ja, Manuel sagt von wegen, das ist alles ganz einfach. Das ist doch alles, du weißt ja, Farbverlauf, ist doch alles ganz einfach. Also, natürlich. Ich bin, ehrlich gesagt, ein Farben-Junkie. Muss ich jetzt ehrlich mal gestehen. Ich habe so viele Farben hier, die ich wahrscheinlich alle gar nicht verwende. Ich habe noch so ein paar P3-Farben zum Beispiel gerade da, womit ich jetzt Gebäude anmale, so wie zum Beispiel für unser Freebooters Fate Match am 30. Hauke. Da gehen so ein paar P3-Farben gehen da drauf. So, dann habe ich hier, wenn ich jetzt rechts in mein Regal reingucke, habe ich Scale-Color-Farben, ich habe Scale-Fantasy-Farben, ich habe einen Teil Games-Workshop-Farben, ich habe einen Teil Vallejo Model Color und ganz neu, weil ich ja total wahnsinniger bin, habe ich mir das Mega Paint Set von Army Painter gekauft. Alter Schwede, okay. Ne, also ich bin, ganz ehrlich, ich bin so ein Farbenhopper. Also ich teste gerne aus und ich brauche einfach Farben, die teilweise dann einfach vernünftig decken, weil ich einfach da nicht sitzen möchte und 18 Farbschichten da irgendwie auftragen möchte und so weiter und so fort. Ich liebe Farben. Ganz ehrlich. Und ich hasse es, ganz ehrlich, ich hasse es, Farben anzumischen, die dann bei meinen nächsten Minis, die ich dann halt für das Projekt bemalen möchte, ich diese Farbe nie wieder so hinkriege, wie ich sie angemischt habe. Und wenn das nicht ist, dann habe ich diese Figuren im Schrank stehen und ich sehe, dass zum Beispiel bei Space Marines der Schulterpanzer in einem anderen Grün ist, als das, was ich angemischt habe. Und dann kriege ich Pickel am Hals. So. Ich gebe zu, ich bin ein Farbenjunkie. Und das ist das Schöne bei uns im Podcast hier, das ist ja auch gleichzeitig so ein bisschen Selbsttherapie. Ne? Also, hallo, ich bin Peewee und ich bin farbenkrank. Ja, genau, so eine Selbsthilfegruppe. Ja, genau, richtig. So, kann ich mir jetzt 600 Punkte aufschreiben? Ja, du hast es, ich finde, du hast es erschöpfend behandelt. Ich finde, das muss das Team dann auch entscheiden. War die Frage aus Team? War eine super Antwort. Ja, du darfst. Juhu! First 600. So, Bitches, jetzt seid ihr dran. Deswegen auch der Explicit-Stempel. Natürlich. So. Dann gehen wir doch einfach mal durch. So, Christian, welche der fünf Kategorien möchtest du denn haben? Sag nochmal alle, ich hab's nicht. Ich hab mir nichts gemerkt. Ja, kein Problem. Das dachte ich mir. Das ist kein Problem. Tabletop, Rollenspiel, Brettspiel, Hobbymaterial oder Convention? Dann wähle ich Rollenspiel. Okay. Und für 200, 400, 600 oder 800? Oh, nur mal gleich 800. Oh, das war klar. Okay. Was geht gar nicht während einer Spielsitzung? Nicht da sein. Wow. Das ist ja keine Spielsitzung. Eben. Okay, du hast technisch gesehen, hast du recht. Weiß nicht, was willst du jetzt hören? Furzen oder so? Das gehört doch dazu. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das für ein Quatsch? Also das ja, kannst du jetzt nicht bringen. Ne? Aber was sind Dinge, die dir als, bist du eher Meister oder eher Spieler? Oh, das hält sich die Waage. Okay. Ich bin beides. Was machst du lieber? Was machst du tatsächlich lieber? Eins von beiden hat man ja so eine Tendenz vielleicht. Nee. Nee. Hab ich nicht. Tut mir leid. Okay, dann. Ich kann beide Rollen dann, sehr gut verstehen. Okay, dann ja, stelle ich dir die Frage leid, einfach konkret. Nein, das ist voll okay. Das ist voll okay. Du als Meister, du hast jetzt eine Gruppe vor dir sitzen. Die Spielsitzung beginnt. Was sind die Punkte, wo du sagst, ey, Leute, so machen wir aber nicht weiter? Ja, hier, Ablenkung, ne? Das geht gar nicht, finde ich. Also entweder ist man bei der Sache oder nicht. Das ist es halt. Naja, ich will jetzt nicht sagen, Handy weg oder so, ne? Kann ja auch ein nützliches Instrument sein beim Rollenspiel. Aber ich finde, man muss schon bei der Sache sein. Also so ablenkende Tätigkeiten nebenher, finde ich eigentlich nicht so geil. Wie ist das eigentlich bei dir? Also ich kann es wohl verstehen, aber wie ist das? Hast du während der Pandemie online gespielt? Oder bist du
strikt dafür. Das ist natürlich jetzt ganz fies, ne? Das ist das ist jetzt ganz fies. Das Online, das habe ich ja selber bei mir festgestellt, dann hast du einen Browser auf irgendwie, ne? Und das ist immer ganz verführerisch. Und ich finde es auch nicht gut, weil, also ich habe selber dann auch gemacht, dass du kriegst nichts mehr mit. Also alles zu. Und ja. So wie jetzt zum Beispiel unseren letzten Star Trek-Grund, ne? Da habe ich dann auch sehr konsequent drauf geachtet, nichts zu haben, was mich dann noch irgendwie stört, weil am Spieltisch hatte ich das auch nicht. Mhm. Und dann ist man auch bei der Sache. Aber ist schon verrückt, ne? Am Spieltisch würdest du, oder beziehungsweise ich jetzt persönlich, würde nicht auf die Idee kommen, einfach ans Bücherregal zu gehen und zu sagen, wir spielen gerade D&D, aber ich lese jetzt einfach mal ein Buch über U-Boote. Aber irgendwie, wenn du... Ja. Naja, ich hab halt, ne, aber du würdest locker ins Internet gehen und sagen, wie geht eigentlich Kaffeerüstung? Und das während du Star Trek spielst, so. Das ist einfach irgendwie so, das ist schon komisch. Ja, Peewee erzählt dann hier wieder was von, weiß ich nicht, Diana Troy und ich denk nur, Pornhub. Deshalb sind wir anstößig. Explicit. Also Diana Troy ist schon... Also, oh Gott, ich finde es krass, dass die Sternflotte solche Uniformen herstellt. Naja, gut. So. Und ja. Meistens hat sie keine an. Also sie hat jetzt schon was an, aber keine Uniform. Keine Uniform, ja. Ja, die hat immer diese fancy Uniformen, die so mit so einem super Ausschnitt und so. Und während alle anderen diese... weiß ich nicht, diese Polyester-Klamotte tragen müssen, ja. Läuft sie halt rum, als würde ihr die Enterprise gehören. So, achte mal drauf, eben so Funfact nebenher. Die Uniformen sind, wo das sich dann die Farbe und das Schwarz abteilt, die sind fast wie das Sternflotten-Delta geformt. Achte mal drauf. Funfact nebenher. Okay, mach ich. Ich finde nur, dass die Uniform, also von vorne, finde ich, sieht die Uniform super aus. Also jetzt egal wen du jetzt nimmst, egal welche Farbe. Von hinten sieht die ein bisschen aus wie ein Strampelanzug. Gerade bei Riker fällt mir das immer wieder auf, dass ich mir denke so, das war's damals auch. Sieht die Uniform nicht so gut aus. Ja, das war's damals auch. Also ja, in den ersten Folgen haben die wirklich noch Strampler getragen und irgendwann hat das dann sich umgeswitcht in eine Hose und ein Oberteil. Das siehst du okay, dann auch. Bei DS9 fand ich das nachher am besten, wo die dann nachher auch diese relativ neutralen Oberteile hatten, ne? Wo die dann oben auf den Schultern nur so ein Grau-Blau oder irgendwie sowas hatten. Das war schon eine coole Uniform. Ja, genau. Ja, ist ein bisschen realistischer halt, ne? Aber ich sag mal so, immer noch besser als diese Niki-Oberteile, die Kirk und Co. anhatten. Ja. Also, das ist jetzt eine persönliche Präferenz, aber ich möchte nicht im Schlafanzug auf eine Welt runtergebeamt werden. Ja. Ja, das ist, da muss ja kalt sein, ne? Und keine Ahnung. So würde ich ja nicht mal im Herbst nach draußen gehen, da würdest du schon frieren. Und dann denke ich immer, absolut, warum frieren die nicht? Was ist da drunter? Haben die sich irgendwie eingerieben? Weil es cooles Weltraummaterial ist. Genau, es ist cooles Spacesuit. Also Christian, Space Science. Ich würde dir überall Rheumapflaster hingeklebt oder so. So Wärmepflaster, ABC-Pflaster. Nummer 1, stellen Sie ein Außenteam zusammen. Ja, ich nehme immer Dr. Crusher mit wegen der Wärmepflaster. Genau, das läuft. Ah, sehr geil. Oh Gott, also Chris, von mir kriegst du auf jeden Fall 800 Punkte, allein schon wegen dem Abschweifen. Ja, danke. Bestes Beispiel, so sollte es nicht funktionieren. Ich musste auch so halbwegs ernsthaft diese Frage antworten und dann schweife ich doch lieber ab. Also, oder? Pfiffiger Plan. Ganz, 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 ganz ausgefuchster Plan. Das ist gut. Ich fasse es nicht. Gut, okay. Der nächste in der Reihe ist dann Ronny. Welche Kategorie darf es denn sein? Ich lese dir doch gerne nochmal vor, wenn du möchtest. Na, brauchst du nicht. Ich würde die Materialkategorie nehmen. Okay. 600 ist schon weg. Na, ich nehme die 800. Oh, das war klar. Okay. Welches Werkzeug fehlt dir in deiner Sammlung? Ein Heißdrahtschneider. Also für vernünftigen Geländebau. Weil, ganz ehrlich, damit ist die Frage. Klar, man kann alles selber basteln. Ja, damit ist die Frage super beantwortet, Ronny, 800 Punkte. du wirst auf jeden Fall.
Aber ich habe ja, ich habe einen Heißdrahtschneider hier und ich habe die Tage versucht, ein Boot für unsere Freebooters-Platte, also ein Rumpf quasi, ne, nur vorne den Bug quasi, auszuschneiden. Ich habe irgendwann nach einem halben Meter von diesem Zeug habe ich aufgegeben. Das liegt jetzt im Müll. Ich war drauf und dran, auch diesen Heißdrahtschneider aus dem Fenster zu schmeißen. Hast du nicht dieses Geländebaubuch von... Darüber reden wir jetzt nicht. Das ist jetzt eine, nicht ein. Nein, das ist ja von Michael Martin und Gerhard Bohm. Das ist eine völlig andere, das ist eine völlig andere Begebenheit hier. Ich möchte das anprangern. So. Ich kann es dir nur empfehlen für sowas. Also ich Trick ist ja, den Rumpf nicht aus dem groben Block zu schneiden, sondern du musst ja die einzelnen Wanden und Balken und so, und dann baust du dir den. Den musst genau. Du die alten Banken und Wänden und Hey, ich hab das gleiche auch schon gemacht und dann gedacht, Alter, so sieht doch kein Schiff aus. Scheiß, ich gehe gleich zu meinem Mülleimer und poste ein Foto bei Discord. Das mache ich jetzt. So. frag mal weiter, ich komm gleich wieder. Ja, ja, Ronny hat ja noch nicht, hat ja seine Erklärung, wir haben ihn ja rüde abgewürgt, nachdem er schon die Top-Antwort gegeben hat. Also, dir fehlt dieser Heißdrahtschneider, aber du baust trotzdem Gelände, oder? Ja, tatsächlich, denn aus dünnen Holzplatten mit Holzleim oder mit, wie heißt das hier, Heißklebepistole, aber ist natürlich nicht so geil. Ne? Da kannst du hauptsächlich Häuser oder sowas bauen oder ein paar Barrikaden oder sowas. Übrigens, wer Barrikaden bauen will für Panzerstyle oder sowas, ne, die Gussrahmen eignen sich hervorragend dafür. Stimmt, da hast du nämlich auch das gute Plastik von GW, das sich halt auch super richtig bearbeiten lässt. Das hält doch aus. Ja, und vor allem hält das was aus, ne? Und wenn du das gut machst, dann kannst du da auch zum Beispiel einen Panzer oben drauf stellen und es bricht nicht zusammen oder sowas, sondern es hält. Da habe ich schon eine Platte mit ausgestattet. Also das funktioniert super. Ja, stimmt. Und du machst aus deinem Müll was. Ja? Das kommt ja noch dazu. Das ist sowieso nochmal so ein Punkt für sich, wie viel Abfall eigentlich unser Hobby so macht. Also das ist... Also eigentlich gar keinen. Aber ja, wenn du deine Gussrahmen nutzt, aber wenn du die wegwerfen musst, dann hast du echt schlechten CO2-Fußabdruck. Gut, okay, also ich habe tatsächlich so einen Heißdrahtschneider und ich kann mich aber noch daran erinnern an die dunklen Zeiten, bevor ich dieses Ding hatte. Ich kann dir das echt nur empfehlen. Die gibt's manchmal, kannst du die auch gebraucht kaufen. Ich habe meinen tatsächlich gebraucht bekommen und ja, ich bin froh, dass ich ihn habe. Also sehr gut, sehr gute Antwort. Also Piwi hat das Bild von dem Rumpf gepostet. Hey, aber ganz ehrlich, das habe ich auch schon schlechter gesehen. Meiner sah wesentlich schlechter aus. Gut, okay, so. Also diese Balken. Ich versuche ja was Positives zu finden. Leg einen Lineal an, wenn du das machst. Das ist so ein Schuh von so einem Holländer, der einen Käse verkauft, weißt du, so ein Holzschuh. Ja, das ist so ein Knopf. Das dachte ich auch, oder so ein Türkeil, irgendwie sowas. Aber ey, ich habe das auch schon schlechter gesehen. Es sieht halt auch ein bisschen aus wie so ein Motorboot. Ja, ich habe es also jetzt weggeschickt. Ich hatte es schön mit Schleifpapier noch an der Seite noch so ein bisschen gemacht und so weiter. Auf jeden Fall, nein. So. Aber ich möchte meinen Heißdrahtschneider auch nicht verkaufen, also. Aber was hast du benutzt? Naja, Styrodur. Okay. Also, wenn ihr euch das Bild nochmal angucken wollt, dann guckt einfach mal bei uns auf den Discord. Vielleicht denke ich noch dran, dass ich die Bilder mit hier quasi als Bild hier in die Shownotes quasi mit reinpacke, beziehungsweise auch in den Podcast selber, sodass ihr das dann halt direkt online sehen könnt, wenn ihr die Folge abspielt. Ansonsten sucht ihr einfach bei Google nach einem Glock und dann habt ihr das. Ja. Das Glock und Kopf eingeben, laut dieses Bild. Das erinnert mich gerade daran, als wir mit Marina Call of Cthulhu gespielt haben. Da spiele ich einen niederländischen Luftwaffenpiloten. Und der heißt Gert van der Kerk. Und ich komme aus Holland. Und da wollte ich ja lekker gucken. Weißt du, was hier los ist und so? Das erinnert mich da gerade dran. Marina, das müssen wir weiterspielen, wenn du das hörst. So, das wollte ich ihr nochmal gesagt haben. Holländisch ist doch die niedlichste Sprache der Welt, oder? Großartig. Meine Arbeitskollegin macht gerade bei der VHS einen Holländischkurs, also Niederländisch. Ich glaube, ich muss das auch machen.
Ihr müsst euch Harry Potter auf Holländisch angucken. Jau, Alter, das ist eine Idee. Wirklich ohne Scheiß Herr der Ringe und Harry Potter einfach auf Holländisch angucken. Das ist ein sehr geiler Abend. Oh, das ist ja geil. Das ist wahrscheinlich genauso geil, wie ich das erste Mal drüber lachen musste über das holländische Wort Mofa-Verleih. Bei uns in Deutsch heißt es dann, auf Holländisch heißt es dann Brumfietsche-Verhur. Kein Scheiß, ey. Unnützes Wissen für die Dice & Nerds heute Abend hier, nur live für euch. Das ist geil, ne? Oh Mann, ey. Brumfietsche-Verhur. Ich hatte einen holländischen Lehrer in der Berufsschule, das war super geil. Rob Barnefeld hieß der Mann. Und ich habe dem einfach nur gerne zugehört, egal was er gesagt hat. Das ist einfach super. Und ich finde, Holländisch ist so ein bisschen wie als würdest du einem Betrunkenen zuhören, weil du hast so das Gefühl, ich weiß, eigentlich weiß ich, was er mir sagen will, aber ich verstehe es nicht so ganz. Ja. Oder wie so einem Dreijährigen irgendwie. Aber super, ja, ja, super ich check das schon, aber ja. Also ganz liebe Grüße an unsere Nachbarn hier. Sind ja auch nicht weit weg hier von der Grenze und von daher, ich bin immer liebend gern in den Niederlanden. Das ist einfach toll. Das ist einfach. Ach, die Holländer sind die besseren Deutschen. Das ist einfach so. Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Ja, Ronny, hast du jetzt 800 Punkte gekriegt oder was? Ja, weiß ich nicht. Ich möchte dir sagen. Ja, und kriegst 800 Punkte. Aber mein Heißradschneider kriegst du nicht. Der bleibt hier. So. Kann man sich auch selber bauen übrigens. Gibt es ein paar Tutorials auf YouTube. Gut, Hauke ist dran. Okay, warte mal. Ich nehme Tabletop. 400. Alles klar, Tabletop 400. Welche Figur oder welches Modell würdest du nie wieder im Leben basteln oder bemalen? Muss ich tatsächlich mal eine Sekunde nachdenken. Doch, ich habe gefühlt, hatte ich eine Hobbypause zwischen 2007 und 2013. So Winter 2013 habe ich mir das Knie zerstört und war krankgeschrieben über mehrere Wochen. Da habe ich zu Hause gesessen und mal wieder angefangen zu basteln und zu malen. Und dabei habe ich auch meine alte Chaos, ungeteiltes Chaos-Armee rausgeholt und die wieder auf Vordermann gebracht. Und da war die alte Belakor-Figur aus Metall dabei. Und die war grundiert und in Grautönen vorschattiert. Genau, und da hatte ich genau das Problem, das Pivi vorhin geschildert hatte, dass ich dann das nicht mehr geschafft habe, die gleichen Farbtöne anzumischen. Und dann habe ich daran rumgehüsert und gebrushed und geschichtet. Und dann war das alles Mist. Und dann habe ich da nochmal Wash rübergezogen. Und im Prinzip die Figur, das war ein einziger Krampf. Und das ist ja Metall, dann bricht der scheiß Flügel noch ab und sowas. Echt, also, da drehst du durch irgendwann. Und dann war ich so einigermaßen glücklich, dann habe ich Lack drüber gezogen, dann war das irgendwie auch alles Mist. Da habe ich nochmal anderen Lack drüber gezogen und habe da also wirklich wochenlang dran gesessen. Also nicht ununterbrochen, aber wie das so ist, ne? Du malst daran und bist unglücklich damit. Dann stellst du es weg und dann guckt sie dich an, die Figur, und sagst, ach komm, jetzt mal fertig machen, nützt ja nichts, ne? Und dann malst du daran weiter. Und das hat echt keinen Spaß gemacht. Und wie gesagt, dann bricht da auch noch der Metallmist ab und dann musst du da wieder was ankleben und dann hast du da so eine nebligen Ablagerung vom Sekundenkleber und alles nochmal überwaschen und so. War eine einzige Katastrophe. Würde ich nie wieder anmalen. Als ich jetzt gesehen habe, dass die Figur neu aus Plastik rausgekommen ist, habe ich nur gedacht, ey, viel Glück, ich nicht. Echt, auf keinen Fall. Viel Glück, ich nicht. Ah, schick. Ah, geil. Ja, es gibt natürlich solche Figuren, ne? Ey, ohne Scheiß. Also, boah, nee. Also, wenn ich da an manche Infinity-Figuren denke, die ich da geklebt habe, mit kleinen Stacheln drauf, die vielleicht irgendwie 4 Millimeter lang gewesen sind oder sowas. Boah, nee. Beim besten Willen nicht mehr. Mittlerweile lasse ich sowas einfach rigoros weg und denke mir, ach, egal. Oh, echt? Dann bleibt's halt weg. Echt? So krass bist du da in der Geschichte? Naja, weil also ich sag mal so, wenn das jetzt ein Element ist, was du halt wirklich brauchst, dann klebe ich das hin. Also wenn das jetzt zum Beispiel irgendwie ein Hacker ist und der hat da so eine Antenne an seinem Funkgerät oder was weiß ich, dann klebe ich das schon hin. Aber wenn das jetzt irgendwas ist, was einfach nur nochmal cool ist, dann denke ich mir, ey, nee, die Arbeit jetzt, das klebt dann wieder nicht. Dann klebt's doch irgendwann. Dann grundiere ich das und dann fange ich an, gehe mit dem Pinsel hin, dann fällt es wieder ab. Nee. Mhm. Dann mache ich lieber das Loch zu und fertig. Und dann nenne ich das Umbau und dann passt es schon. Nenne ich das Umbau und fertig. Auch hast du mal überlegt, das ganze Ding einfach mal wieder in Spiritus einzulegen und von vorne anzufangen? Dann nur mit Stiften oder so? Ja.
Hatte ich vorher tatsächlich auch überlegt, aber man muss überlegen, auch bedenken, dass 2013 meine Zeit nach meiner Hobbypause, ich war einfach noch nicht wirklich wieder auf der Höhe, ne? Also wie man zum Beispiel eine Figur vernünftig entfärbt, war mir damals gar nicht klar, das habe ich erst später gelernt. War nicht. Aber jetzt im Ergebnis bin ich damit auch glücklich. Ich poste davon gleich auch noch mal ein Foto. Also es ist völlig in Ordnung, aber der Weg dahin war ein einziger Krampf und sowas, also auch eine Figur, die auch nur ansatzweise so aussieht mit Grautönen, werde ich nie wieder bemalen. Auf gar keinen Fall. Mhm. Gruselig. Ich dachte gerade schon, man kann dich vielleicht herausfordern und sagen, pass auf, kauf dir noch einen Belacor, den alten, und mach so eine Gegenüberstellung dann. So mit all dem Wissen, das du seit 2013 gesammelt hast, das gleiche Modell nochmal bauen und dann daneben stellen. Ja, es ist ja zurzeit ja echt en vogue, ne, sowas zu machen. Aber ich glaube, dann siehst du einfach den alten Belacor und daneben ist halt ein Haufen zerschmolzenes Plastik halt. Zerschmolzenes Plastik. Ja, geil. Ja, du, von mir, also ich würde sagen, Hauke, was hast du gesagt? 400 Punkte? Jo. Ja. Ja. Didi. Ja. Katsching! Läuft. Ja, dann bist du schon wieder dran, Piwi. Bin ich schon wieder dran. Ich nehme Tabletop 800. Wollen wir ein bisschen Punkte hier sammeln. Okay. Uha. Das ist jetzt Konfliktpotenzial. Welches Tabletop hat für dich die schlechtesten Regeln? Oh, viel Spaß. Du wirst jetzt jemandem auf den Schlips treten. Gut, dass ich nicht dabei bin. Nee, das ist relativ einfach. Das Internet soll brennen. Ja, genau. Genau. Piwi, leg los. Pass auf. Es begab sich zu einer Zeit, so fangen die geilsten Märchen an, ne? Es war nur kein Märchen. Ja. Es war pure Realität. Und zwar haben wir damals Dystopian Wars gespielt. Und das war ein sehr, sehr geiles Game, muss ich sagen. Also das Regelbuch war nicht das Beste. War irgendwie, keine Ahnung, von, Carl Kevin oder irgendwie sowas dann unter Word gesetzt und zusammengeklöppelt und so solche Geschichten. Ja, aber es ließ sich auf jeden Fall irgendwie spielen. Also man hat zumindest seine Regeln dann auch dann gefunden und sie waren auch irgendwie in einem gewissen Rahmen. So. Irgendwann kam die Ankündigung Dystopian Wars 2. Und hat man gedacht so, oh geil, neues Regelbuch und so, ne? Extra die Deluxe-Variante geholt. In einem roten Kunstledereinband kam dieses Buch dann zu mir und ich mich gefreut wie ein Schnitzel. Hardcover, alles geil. Und es waren die schlechtesten Regeln und das schlechteste Regelbuch, was ich jemals in meiner Tabletop-Karriere gelesen habe. Also, ich weiß nicht, das war echt Murks. Also, da fand ich, das fand ich sogar noch schlimmer als die ersten Age of Sigmar-Regeln, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Da war ich echt enttäuscht von. Und seitdem steht dieses Buch quasi nur einmalig gelesen, steht das bei mir in der Vitrine oder bei mir im Bücherschrank. Und das war's. Mehr nicht. Woran machst du denn diese schlechten Regeln fest? Also war der Mechanismus schlecht oder war... Die haben versucht damals die Regeln, die dann halt... In der ersten Version funktioniert haben, haben die dann versucht, dann nochmal so ein bisschen aufzupimpen. Ne? Die haben so ein paar Grundsachen haben sie drin gelassen, so wie diese explodierenden Sechsen zum Beispiel für Treffer und so weiter. Die haben sie drin gelassen, aber den Rest haben die komplett umgebaut. Also allein der Aufbau vom Regelbuch war schon chaotisch. Also du hast quasi vorne angefangen zu lesen und dann plötzlich in die Bewegung reinzukommen, musstest du, sag ich jetzt mal, 80 Seiten weiter nach hinten blättern, dann hast du die Bewegung dort drin gehabt. Dann wolltest du wissen, wie schieße ich denn? Dann blätterst du wieder 60 Seiten nach vorne, siehst, wie die Schussphase funktioniert. Okay, alles klar. Wie verteidige ich denn meine Schiffe und so weiter? Dann blätterst du 120 Seiten nach hinten und dann steht das da drin. Also du bist nur hin und her geflogen in dem gesamten Regelwerk und alles hat irgendwie überhaupt keinen Sinn ergeben. Also als ob da irgendjemand gesagt hat, bei so einem Online-Generator im Internet, mach mir ein Spiel mit Schiffen, das muss im, 10 mm Maßstab sein, da müssen irgendwelche komischen, teilweise U-Boote mit beikommen und irgendwelche Flieger. Und wenn derjenige eine 6 gewürfelt hat, dann darf derjenige nochmal würfeln und daraus machen wir mal ein Spiel. So. Und wenn du dann noch das ganze Ding gleich noch setzen würdest, für mich, dann kann ich es direkt zur Druckerei dann geben. Läuft.
Alles klar. So, und ich glaube, so einen Online-Generator haben die damals benutzt. Und dann einfach auf, jo, gefällt mir, abschicken, ab zur Druckerei, 5000 Mal drucken, ab dafür. Gruselig. Habe ich bis dato nie wieder gespielt. Ja, ist immer schade sowas, ne? Gerade wenn man sich so drauf gefreut hat. Das ist immer blöd. Ja, das war echt scheiße. Also, ich meine, ich hätte bestimmt auch andere Regeln oder andere Spiele nennen können oder irgendwie sowas, ne? Aber es wäre ja leicht, auf Games Workshop einzudreschen. Ne? Aber das wollte ich jetzt nicht, ne? Also, Dystopian Wars ist schon das Game, wo ich sage, von wegen, alter Schwede, ey. Ne. Ja. Ja, gut, okay. Es gibt da jetzt irgendwie dieses Remake, das dir aber, du sagst einfach nö. Keine Chance mehr. Habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht richtig angeguckt. Vielleicht, weil ich da schlechte Erinnerungen dran habe. Ja, das verstehe ich. Vielleicht täusche ich mich. Das Feuer, ja, so. Genau. Also vielleicht täusche ich mich, ne? Also vielleicht ist es auch wirklich gut und vielleicht waren die Regeln damals wirklich gut und ich war einfach nur zu doof. Ist ja auch möglich. Aber das sind so bleibende Erinnerungen gewesen. Ja, das irgendwann ist auch rum. Aber das Schöne ist ja, dass wir 800 verschiedene Systeme haben und dann ist es gar nicht so schlimm. Da kann man ruhig mal eins doof finden. Ja. Also. Und die Age of Sigmar-Regeln, die ersten, die waren wirklich verstörend. Also. Das ist ein Thema für Hauke, ne? So, wenn. Der ist gleich dran. Jetzt ist erstmal wieder Christian dran mit der nächsten Runde. Ich fand das ganz interessant, dass Peavy ein Regelwerk, was schon Dystopie im Namen hat, das kann doch nicht gut sein. Ey! Was erwartest du denn? Also du meinst, es war Absicht so. Wir machen es richtig kacke. Wir bleiben mal beim Thema. Ja, nur um den kleinen fetten Mann da zu ärgern. Bist du doch eher der Star Trek-Typ. Du bist doch einfach der Star Trek-Typ. Das ist einfach nichts mit Dystopie für dich. Also das, ne, ist nicht dein Ding. Ich gehe jetzt weinen. So, such dir jetzt was aus. Ja. Such dir eine Kategorie aus. Los. Ja, komm, ich hau hier voll wieder auf die Kacke. Ich will Brettspiel 800. Okay, welches Brettspiel würdest du mitnehmen auf eine einsame Insel? Ich möchte diese Frage Kingdom Death ganz Monster. Kurz. Ende. Okay, aber das Ding ist, auf einer einsamen Insel bist du ja alleine. Also, sagen wir mal. Ja, das kann ich mit mir alleine spielen. Du hast dann auch noch alle Spiele, die du brauchst. Also Kingdom Death Monster. Ich hab da noch alle Spiele. Ja. Warum? Das würde ich mitnehmen. Weil das für mich endlos wieder neu spielbar ist. Und also erstmal das, wenn ich überhaupt mal irgendwann durchkomme, weil das Spiel einem bei jedem Kampf irgendwie so hart in die Fresse gibt, dass man eigentlich jedes Mal verliert. Stimmt. Naja, so schlimm ist es jetzt nicht. Nur als ich mit Peavy gespielt habe, da haben wir richtig auf die Fresse gekriegt. Aber Peavy hat ja schon gesagt, das liegt an ihm. Also. Ja. Ne? Der weiße Löwe mochte mich einfach zu sehr. Ja. Ja, das Spiel setzt sich halt aus so vielen. Also es gibt irgendwie so eine Background-Story, aber die ist sehr schleierhaft und angedeutet und wird auch immer nur an so einem ganz kleinen Ding auf irgendwelchen Kartentexten so mal mitgeteilt oder im Buch mal in so ganz kleinen Abschnitten. Aber du musst das Spiel halt mal irgendwie, was weiß ich, x Partien gespielt haben, damit du überhaupt mal ein bisschen was mitkriegst und auch ein bisschen vorankommst, weil sich das ja auch alles ein bisschen entwickelt so, du hast ja so eine Siedlung, die du immer weiter aufbaust und verbesserst und so weiter. Aber das ist halt die Frage, wie weit du da kommst, ne? Wenn du da irgendwie die Siedlung für 7 Jahre durchbringst und dann wirst du da richtig hart rangenommen und dann bist du halt am Ende, ja, dann erfährst du halt nicht, was hinten so im Late Game noch passiert und so. Und ja, dann hätte ich auf einer einsamen Insel genug Zeit, um das wieder und wieder und wieder und wieder zu spielen, bis ich mal alles erfahren habe. Ja. Also da ist wirklich so viel Spielzeit drin und ich habe nicht genug Zeit, um das Spiel entsprechend zu würdigen. Das hätte ich dann ja. So, 800 Punkte, dankeschön. Ja, 800 Punkte, habe ich ja schon aufgeschrieben. Ja, Kingdom Death Monster ist für mich ein einziges Mysterium. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Das ist immer nur dieses teure Spiel, dieses in der krass eleganten Kiste mit diesen weirden Miniaturen, wo eins davon irgendwie so ein krabbelndes Baby ist, aber dann doch nicht. Ja. Irgendwie. Ja, das ist aber gar nicht mal dabei.
das ist gar nicht mal dabei. Das ist noch so ein Add-on. Das ist der Gorm. Ja, das hat so einen Babykopf und das kann unten so die Kiefer komplett auseinanderklappen. Und dann hat das an den Kieferseiten, also die Kiefer musst du ungefähr so hochstellen, wie so eine Elefantenkuh hoch ist, ne, vom Kopf bis auf den Boden ungefähr. Und dann hat es an den Seiten noch überall so Arme dran, die in den Kiefer das ganze Futter reinschaufeln können und so. Ne? Ja, das ist schon interessant. Und dann hat das so eine Antenne vorne dran. So wie diese Tiefseefische, die man halt so in einem Marianengraben oder so sieht, ne, die ganz tief unten sind und so eine Lampe vor sich hertragen. Ja, diese Anglerfische. So. Mhm. Ja, genau. Das ist also, ja. Da kann man schon über das Angucken der Figur, kannst du schon eine ganze Menge Zeit verbringen, weil die halt auch krass viel Details halt haben. Ne? Auch etwas, was ich nie anmalen werde. Ist einfach zu kompliziert. Ach, wahrscheinlich ist das gar nicht kompliziert. Aber wenn ich noch. Ach ja. Nein. Naja. Aber da warst du gerade stehen geblieben. Ja, ich bin vom Faden abgekommen. Ich wollte abschweifen, aber ihr habt Glück gehabt. Ja. Gibst du nochmal 800 Punkte. Sehr gut. Ach so, da habe ich noch schön. Bonuspunkte gekriegt fürs Abschweifen. Nee. Ja, natürlich. Ja. Abschweifpunkte gibt es extra. Ja, aber, ach so. Apropos, jetzt bin ich wieder voll auf Kurs. Warte, Energie. nee, 350 Dollar oder Euro. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es kostet. Aber so, wenn man sich mal im Crowdfunding-Bereich umguckt, nach so etwas größeren Brettspiel-Crowdfundings, dann ist das überhaupt kein Geld mehr. Dann ist das locker weg. Also da sind ja schon 100 bis 200 Euro teilweise für ein Core-Pledge weg. Und wenn du da noch ein paar Add-ons haben willst, dann sind die 300 Euro weg. Und dann ist ja jetzt auch noch die Geschichte mit Taxes und Shipping und alles und noch teurer geworden und so und bla. Also, ja. Heftig. Dann kannst du dir besser so ein Kingdom Death Monster direkt in Kingdom Death Shop da holen. Das ist eigentlich, ja, ob du das machst oder irgendein Kickstarter, das hast du dann meistens sofort und Kickstarter ist in 2 Jahren oder so. Also. Wenn überhaupt. Da habe ich auch eine unrühmliche Geschichte mit Kickstartern. Also prozentual sehr viele von den Kickstartern, die ich unterstützt habe, sind tatsächlich irgendwie. Habe ich noch nicht bekommen oder sind irgendwie haben gar nicht funktioniert. So. Ja, klasse. Ja. Das ist auch eine Geschichte für sich, ey. Nein. Ja, Kickstarter auf jeden Fall. Da kannst du auch 5 Folgen von machen, ne? Und jeder hat da irgendwelche Horror. Da kannst du immer wieder von reden, ja. Ja. Ja, ja. Ich hoffe, dass das irgendwann mal so ein bisschen so ein Ende hat, ne? Ich glaube, Mantic zum Beispiel, die haben jetzt für Dead Zone 3 haben die auch keinen Kickstarter mal gemacht, sondern die haben einfach gesagt, so, hier kannst du vorbestellen bei uns im Shop. Das war ja auch immer so eine... Finde ich auch voll in Ordnung. Ja, aber das war ja sonst auch immer so eine Firma, die immer gesagt hat, von wegen, wir machen das immer über einen Kickstarter und ich weiß gar nicht, wie viele Spiele, die sich immer über einen Kickstarter vorfinanziert lassen haben. Ja, für den Anfang finde ich das legitim, aber irgendwann... Gut, man hat jetzt die Finanzen halt nicht, ne? Man weiß jetzt nicht, wie es den Firmen geht und ist ja immer viel oder schnell viel gesagt, so, ja, die können sich das bestimmt leisten und dann am Ende stimmt's gar nicht. Aber so, ich weiß nicht, man hat so das Gefühl, okay, ihr habt jetzt schon so viele Projekte gemacht, jetzt macht's doch mal wieder normal. Weil man halt auch irgendwie, ich find's auch irgendwie schade, bei diesen Kickstarter hat man halt immer dieses Fear of Missing Out. Und dann lässt man sich dazu hinreißen, alles Mögliche zu kaufen, was man dann halt echt nicht braucht. Mhm. Und deswegen fände ich es halt echt mal schön, wieder ganz normal ein Spiel zu kaufen, wo ich sage, oh, das finde ich aber hübsch. Und dann kaufst du dafür noch ein paar Erweiterungen und so. Das ist dann voll okay, finde ich. Mhm, das stimmt. Ja, also da kann ich mal gerade sagen, aktuell spiele ich Descent, Legenden der Finsternis. Das ist ja bei FFG erschienen, ganz normal im Handel gekommen. Gut, ich meine, das Ding ist jetzt nicht gerade billig, kostet 160 Euro auch, aber kein Crowdfunding. Das Ding ist sofort da und es ist ein mega gutes Spiel geworden. Also, also nur weil es jetzt irgendwie kein Crowdfunding war und da irgendjemand mit seinem Enthusiasmus seine persönliche Idee umsetzen will, ne? Ich meine, da ist ja nichts falsch dran, aber oft ist ja so das der Antrieb dafür, dass du irgendein ganz, ganz bestimmtes eine ganz bestimmte Vorstellung umsetzen willst und die Leute, die halt mit Herzblut dabei sind, die bringen halt meistens auch was Cooles raus. Aber FFG als Firma hat es jetzt halt auch hingekriegt und ich
ich kann das nur wertschätzen, so. Das ist richtig cool geworden. Klar verdiene ich einen Haufen Kohle damit, sei es drum, aber es ist ein geiles Spiel geworden. Ja, da kann ich mich nur drüber freuen als, ja, Konsumer. Christian, bei uns im Discord-Chat fragt Düsi gerade, ob es überhaupt Singleplayer-Brettspiele gibt. Vielleicht kannst du da mal eben kurz ein paar Worte zu verlieren. Ja, es ist eine gute Frage. Im Prinzip ist ja alles ein Singleplayer-Brettspiel, was du sonst voll kooperativ spielst. Also wenn du jetzt, ne, kein kompetitives Spiel, was ja beispielsweise Tabletop in den meisten Fällen ist, in den meisten, ihr kennt euch da besser aus, aber in den meisten Fällen, ja, also was nicht kompetitiv ist, kannst du auch alleine spielen. Also es ist halt nur so ein bisschen gucken, ob du den, ja, ob du so den Gehirnaufwand für unter Umständen mehrere Spielfiguren, die du dann steuerst, ob du das hinkriegst. Aber ich glaube, die Tabletop-Leute, die können das sehr gut. Die befehligen immer riesige Armeen, habe ich gehört. Und die können das super. Das stimmt, aber wir vergessen auch die Hälfte unserer Sachen, die unsere Armeen können. Ja, das aber, ja. Aber tatsächlich gibt es ja richtig, richtig umfangreiche Singleplayer-Spiele. Gerade so, was im historischen Bereich gibt, so U-Boot-Simulationsspiele. Da gibt es teilweise U-Boot-Spiele, wo du 120 Stunden für eine Kampagne oder für ein Spiel brauchst, das du dann aber mit dir selber spielst. Und das Spiel ist dann praktisch dein Gegner. Finde ich interessant, hab aber leider noch nie die Zeit gehabt, sowas tatsächlich mal auszuprobieren. Das sind halt auch echt komplexe Trümmer. Aber wenn ich ganz kurz ein bisschen Werbung machen darf, wir haben bei unseren Kickstarter-News recht häufig in letzter Zeit Brettspiele, die ab 1 bis 4 Spieler zum Beispiel sind. Ach, guck an. Also, dass man gar nicht mehr den Mitspieler braucht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dem geschuldet, dass man gemerkt hat, oder dass die Brettspielhersteller gemerkt haben, so, ja, das ist zwar gut und schön, dass wir Brettspiele herstellen, aber was ist denn, wenn jetzt, ne, Pandemie, jetzt kann ja gerade keiner sich mit irgendjemandem treffen. Das ist ja richtig doof. Und das hat das Ganze vielleicht auch noch mal ein bisschen befeuert, dass man sagt, komm, wir machen einen Singleplayer-Modus. Tatsächlich habe ich das persönlich aber noch nie genutzt, so einen Singleplayer-Modus. Ich habe mich noch nie hingesetzt und gesagt, so, ich spiele jetzt mal alleine gegen mich oder das Spiel, irgendein Spiel. Das habe ich noch nie gemacht. Das Einzige, was ich ausprobieren würde, wäre Rangers of the Shadow Deep heißt es ja. Das würde ich ganz gerne echt mal ausprobieren. Vielleicht mache ich das mal irgendwie Richtung Weihnachten oder irgendwie sowas, wenn die schönen Tage kommen, dass ich das einfach mal so ein bisschen mal austeste. Hätte ich, glaube ich, Bock drauf. Hier im Chat kommt gerade noch so ein paar, ne, so Zweite Weltkriegsthemen. Da gibt es natürlich ziemlich viele Solo-Geschichten, ne? Also hier von Dan Versen oder ja www.dvg.com. Er hat sehr viele Singleplayer-Sachen gemacht. Da habe ich auch eins von, Warfighter. Und das ist so ein Kartenspiel, das kann man, eigentlich 1 bis 6 Spieler wird es empfohlen, aber es kannst du sehr gut alleine spielen. Da spielst du halt so ein 4-Mann-Team aus Soldaten, das musst du so ein bisschen ausrüsten und dann musst du da so eine Mission erfüllen. Was weiß ich, da gibt es sogar eine Mission irgendwie, wo du Bin Laden irgendwie ausfindig und ausräuchern musst oder was weiß ich. Teilweise auch sehr realitätsnah angesiedelt. Das habe ich super gerne gespielt. So. Natürlich mein Lieblingsspiel, Kingdom Death Monster, kannst du auch solo spielen. Also, kein Problem. Ja, nicht schlecht. Ich würde sagen, bevor wir jetzt noch irgendwie die nächste Geschichte machen, wollen wir noch mal eben einen Geburtstagsgruß einspielen? Hau raus. Ich hätte noch. Du hast ja noch ein paar. Ja, ich hätte noch was, ne? Hier. Einmal von den Jungs von Target Priority. Ja, moin. Hier ist der Sepp von Target Priority 40k, dem ziemlich kompetitiven 40k-Podcast. In Namen von Benny und mir wünschen wir den Dysonauts alles, alles Gute zu 100 Folgen. Richtig, richtig geil. Wir sind noch nicht mal auf der Hälfte, glaube ich. Ihr habt da schon einiges hingelegt. Es macht wahnsinnig Spaß, euch zuzuhören, die vielen verschiedenen Themen mitzunehmen. Ist immer mal wieder wert, bei euch reinzuhören. Wir hoffen, ihr lasst euch richtig ordentlich feiern, ihr feiert euch selbst, wir wünschen euch alles, alles Gute und wenigstens weitere 100 Folgen. Macht's gut, bis bald, tschüss. Ah, sehr cool. Ja, die Jungs, die in ihrem Podcast, die sind auch immer, also ganz ehrlich, Infos zu 40k, Target Priority, ist einfach so.
Ja, habe ich auch schon ein paar Folgen gehört und mir ein paar Techniken und Tricks geschaut. Ja, genau. Ich sag mal so, meine Death Guard ist bisher unbesiegt. Ah. Lol. Hört. Ey, aber jetzt darf mich bitte keiner herausfordern, der echt gut ist, weil sonst habe ich verloren. Ja, okay. Dann lassen wir jetzt einfach so und kommen jetzt einfach mal zurück zum Dings. Erstmal nochmal vielen Dank, Tiger Priority, für die tollen Glückwünsche. Genau. Gut. Weil jetzt ist Ronny wieder dran mit seiner nächsten Kategorie. Genau, in dem Sinne würde ich tatsächlich Tabletop nehmen. Was haben wir da noch für Nummern frei? Bei Tabletop haben wir tatsächlich noch 200, 400 und 600. Nur die 800 ist schon weg. Eieieiei. Jetzt stehst du da, ne? Ist halt schwierig. Ich kenne halt vom Prinzip her auch nur zwei Systeme wirklich. Egal, wir nehmen die 600. Welches Tabletop-System fehlt dir auf der Welt? Fehlt mir? Ja. Wenn du dir eins erdenken könntest, welches wäre das? Was mega wäre, wäre ein Tabletop-System, was du wirklich weltweit in Fraktionen hast, wo die Fraktionen gegeneinander spielen. Sozusagen, dass du hast eine Community, die einen sagen, beispielsweise nehmen wir jetzt mal, die spielen die Orks, die anderen spielen die Dunkelelfen, die anderen spielen Menschen oder sowas. Und die Fraktionen spielen gegeneinander, aber dann nicht nur hier bei dir am Tisch, sondern dein Ergebnis am Tisch hat eine Auswirkung aufs weltweite Ranking. Sowas wäre mal richtig nice. Mhm. Im Endeffekt also sowas wie die Sommerkampagnen, die es früher von GW gab, nur dass es wirklich was auswirken würde. Oh, die waren genau. Toll. Ja, richtig, genau so. Sowas wäre echt mal cool, dass man sich das vielleicht auch angucken könnte oder so, dass wirklich da so ein Event draus gemacht wird. Sowas wäre mal. Also wirklich die Community, nicht nur die du vor Ort hast. Also momentan sind ja die meisten Kampagnen, wenn du welche spielst, sind die ja nur vor Ort bei dir in deinem kleinen Umkreis oder vielleicht auch größeren Umkreis. Aber die sind nie darüber hinaus. Und das wäre mal halt sowas, was Neues. Ne? Man kann ja klein starten und sagt, okay, man nimmt jetzt hier ein Bundesland, ne, wenn wir jetzt auf Deutschland gucken, oder wir nehmen nur deutschlandweit eine Kampagne starten und dann europaweit und dann weltweit. Aber sowas wäre einfach mal echt geil. Also die Sommerkampagnen haben mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe in der 7. Edition 40k angefangen zu spielen. Da gab es die ja noch. Da wurden die ja auch noch rückgemeldet an GW, aber ist nie was passiert. Es gab da diese schönen Sammelkarten. Ne? Wenn du hier Spiele gemacht hast, dann kriegst du irgendwie eine Sammelkarte. Wenn du die Kampagne gewonnen hast, dann kriegst du eine Sammelkarte oder sowas. Ich habe das Heft auch noch irgendwo rumliegen mit ein paar Sammelkarten drin. Aber es... Ja, das Ende hat halt gefehlt. Ne? Es ist nie was passiert. Und das ist etwas, wo ich sage, da haben alle Spieler was. Da haben die Spieler was, die kompetitiv spielen. Und haben aber auch die Spieler, die gerne im Bereich Lore spielen oder die weniger kompetitiv spielen, einfach nur so just for fun. Die haben voll was, für jeden ist dann sozusagen was dabei. Ja. Finde ich ziemlich cool. Da bräuchtest du halt ein System, bei dem sich dann auch tatsächlich der Hintergrund mit ändert. Oder zumindest irgendwas dabei rauskommt, ne? Also, dass man das merklich abbildet, dass sich was geändert hat. Ja. Das wäre eigentlich, glaube ich, gar nicht so schwer, ne? Wenn du sagen würdest, okay, du hast jetzt ein Spiel in verschiedene Seasons oder Schlachtbereiche, ne? Sag zum Beispiel jetzt eine Woche lang. Die Ergebnisse werden gesammelt, werden statistisch aufbereitet und der Gewinner dieser Woche hat im nächsten Spiel gewisse Boni. Ne, kriegt vielleicht eine Einheit umsonst oder kann sich besser oder schneller bewegen oder wie auch immer. Da kann man ja ganz viele Sachen machen. Und das gelten denn für alle. So. Oder wenn jemand oft verliert, hat er vielleicht irgendwie mal einen Moralschub, weil komm, wir müssen es doch jetzt endlich mal schaffen. Ne? Also gerade wenn ich so in Richtung Zwerge oder sowas denke. Man kann viele Systeme oder auch viele Systeme, die aktuell existieren, nehmen. Ne? Du könntest zum Beispiel problemlos Age of Sigma dafür nehmen. Das Problem, was wir haben, ist, es gibt niemanden, der sich dahinter klemmt. Der sagt, ich bin jetzt der Initiator und ich ziehe das jetzt durch und ich bringe das so an den Mann, dass es auch allen A begreiflich ist. Das heißt, es darf nicht zu kompliziert werden und die Leute müssen abgeholt werden. Und das ist, denke ich, das große Problem, was wir haben.
Also wir haben ja, wenn ich jetzt in den da reingucke, wie die Systeme jetzt im Kompetitiven sind, egal welche wir jetzt nehmen, ob wir jetzt eine Games Workshop Systeme nehmen oder andere Systeme nehmen, Song of Ice and Fire oder sowas, es gibt ja richtige Meisterschaften da drin. Ne? Und da geht's ja immer mehr, es wird ja immer mehr, weil viele Leute sich sagen, Mensch, ich will das mal machen, ich will ein geiles Event haben. Die Jungs von Target Priority zum Beispiel, die sagen, die machen das Hanseatic Open. Das ist nicht nur ein Turnier in dem Sinne, das ist ein richtiges Event. Fast eine Convention, hat, trifft sich die Creme de la Creme, du hast geile Musik, du sitzt abends noch an der Bar zusammen, du hast Wettkämpfe mit drin, also Best Painted oder sonstige Sachen mit drin. Was letzten Endes ist reine Turnier doch über dieses, ich spiele gegen meinen Gegner und versuche meinen Gegner zu schlagen, hinaus macht. Da kommt die Sozialkomponente mit rein. Und wenn da zum Beispiel Leute aus beiden Bereichen, also aus dem kompetitiven und aus dem Lore-Bereich oder non-kompetitiv sich zusammensetzen würden, die sagen, ich habe Bock auf so ein Event, dann könnte schon echt geil was werden. Mhm. Sehe ich genauso. Vielleicht auch in so einer Geschichte, wo man im Prinzip keine bestimmten Herstellerfiguren braucht, sondern vielleicht eine Sache irgendwo erstmal in Fantasy oder sowas, ne, wo die gängigen Fantasy-Armeen quasi dann mitgebracht werden und dann vielleicht eher in diese Richtung Skirmish oder vielleicht ja ein bisschen hochskalierter, wo man vielleicht dann, sag ich jetzt mal, höchstens vielleicht 50, 60 Figuren dann irgendwie hat oder sowas. Oder wie bei Kings of War, was ich auch sehr geil finde, halt so Themenbases, ne? Das heißt also, ich habe ja nur, was ich, die Größe des Bases macht ja dann nachher nur quasi meine Attacken aus. Oder wie kann ich mich bewegen oder sowas, ne? Ich kann auch einfach nur eine Base nehmen, die ist genauso groß, pack dann Stein drauf und sag so, das ist jetzt ein 20er Regiment Zwerge, so nach dem Motto, ne? Ich glaube, das wären ziemlich coole Figuren oder Settings, wo man genau sowas machen kann, wo dann aber auch wirklich sich jemand hinterklemmen müsste, was Geld, Zeit und Ressourcen frisst, um sich dann hinzusetzen und zu sagen, okay, wir machen jetzt dann eine Kampagne und die Kampagne sieht dann, wenn der und der gewonnen hat, sieht danach so und so aus und so entwickelt sich dann im Prinzip die Geschichte. Ja. Ja, die Vorstellung ist natürlich mega cool, aber die Arbeit. Ja, genau, die Arbeit ist halt das. Ich glaube, das ist halt der Punkt, warum auch GW das letzten Endes nicht wirklich weiterverfolgt hat, weil du musst vom Prinzip her ein eigenes Team dafür anstellen, die sich dann damit beschäftigen. Ne? Also rein aus dem Freizeit-Hobby-Bereich wird es auf die Größe wahrscheinlich nie geben. Wie gesagt, in kleineren Communities gibt es sowas ja. Da gibt es auch Leute, die eigene Regeln schreiben, wo du dann egal welche Figur hast, ne, es gibt ein Volk, ob du zum Beispiel Soldaten, Mensch, ob du dann nur einen Space Marine dahinstellst oder jemanden aus dem Zweiten Weltkrieg, spielt keine Rolle, weil der hat die gleichen Werte. Mhm, ja, genau, also sind die Werte sind für alle gleich. Du kannst deine Figur nehmen, die du zu Hause hast und spielst dann einfach die Kampagne. Ja, das stimmt. Ich denke, das ist wirklich das, was du auch gerade sagtest. Das Geld wird, denke ich, eine große Rolle spielen, vor allem und ganz, ganz klar die Zeit. Ja, das frisst halt enorm. Aber vielleicht hört sich hier irgendjemand das hier an und fühlt sich berufen. Ja, ja, also wir würden das podcast-technisch begleiten. So. Ja, auf jeden Fall, ja. Hier habt ihr es zuerst gehört. Ja, genau. Genau. Ja, cool. Okay. Wer fehlt jetzt noch? Jetzt Hauke, ne? Hauke fehlt noch. Jo. Ja. Hauke, hau raus. Also, bevor ich die Kategorie wähle, möchte ich gerne auch Ronnys Frage beantworten. Und zwar, was mir fehlt, also ich bin mir sicher, dass es das gibt, aber ich habe es noch nicht gefunden. Aber ich bin ja komplett hängen geblieben auf Tom Clancy's Im Sturm, also sprich dieses alternative Dritte Weltkriegsszenario in den 80er Jahren. Und ich würde gerne so eine Nordatlantikschlacht spielen mit der sowjetischen Flotte gegen die US-Flotte. Da gibt es ja auch wirklich geile Miniaturen für, zum Beispiel von GHQ im Maßstab 1 zu 2400. Da ist so ein Schiff dann 3 bis 4, 5 Zentimeter lang. Ne? Und das Problem ist halt, dass diese Schiffe halt nicht nur Geschütze haben, also was weiß ich, wie Victory at Sea, sondern halt natürlich auch Marschflugkörper und Raketen. Und das geht natürlich auf eine etwas größere Distanz dann. Ne? Und da habe ich bisher noch kein vernünftiges System für gefunden, aber da hätte ich total Bock drauf. Okay, das nur beiseite. Dann wähle ich die Kategorie Convention 100. Convention 200 ist das dann, weil wir haben ja hier 2, 4, 6, 8. Ne? So,
was machst du mit Con-Besuchern, die zwar an deinem Stand schauen, aber dann einfach weitergehen? Das kenne ich ja nur aus einer anderen Perspektive, ehrlich gesagt. Ich habe ja noch nie auf einer Con irgendwas ausgestellt. Das wird sich aber vermutlich im nächsten Jahr ändern, denn wir wollen zur Melbell, wenn ich das richtig erinnere, ne? PB? Ja, genau. Also wenn Melbell ihre Con macht oder so, dann würde ich ganz gerne hinfahren, ja. Ja. Okay. Aber ich würde, glaube ich, nichts, also von daher ist es hypothetisch jetzt, aber ich glaube, ich würde denen gar nichts Böses unterstellen, denn ich kenne das von mir selbst. Als ich das letzte Mal bei der Taktika war, da geht es mir so, wie es mir immer geht in großen Menschenmassen. Ich bin einfach komplett überfordert von den 1000 Millionen Eindrücken. Mal abgesehen davon, dass du ja gut damit beschäftigt bist, nicht umgerannt zu werden, kann ich mich gar nicht da so richtig drauf konzentrieren. Da bin ich nämlich der Typ von. Und ich weiß noch ganz genau, ich stand am Tisch von den Jungs von Behind Omaha. Und der hat mich total nett angesprochen, gesagt, hey, hallo, na, hast du mal Bock auf ein Spiel? Und ich habe den halt angeguckt wie ein Auto. Und dann gesagt, so, nee. Und bin nee. Dann so mehr oder minder schreiend weggelaufen halt. Ne? Und das tut mir heute noch leid, weil das total unangemessen und sozial autistisch war. Aber sozial autistisch. Das ist auch geil. Aber von daher würde ich das den Leuten dann nicht übel nehmen halt. Also wenn du das nächste Mal bei uns an Stand kommst, dann sagst du einfach, hier, ich bin Oke, und dann gebe ich dir ein Bier und dann musst du auch gar nicht weiter was sagen. Ja, damit kann ich super. Schweigen und Bier trinken ist genau mein Ding. Das ist so typisch Norddeutsch, ne? So, jo, und, jo, löbt. Und, jo. Jo, muss, ja. Muss, ne? Und was ist dein Hobby? Jo, schweigen, Bier trinken, ja. Das reicht dann auch so. Ja, läuft. Ja, sehr cool. Ja, guck mal. So, jetzt hat jeder zwei Fragen gekriegt, ne? Jo. Mhm. Sind wir doch durch, ja. Wir sind Sieger der Herzen, ne? Das ist euch klar. Ich würde auch sagen, es ist ein faires Unentschieden für alle. Ihr habt das alle sehr gut gemacht. Ja. Ja, sehr cool. Ich würde sagen, das schreit nochmal nach einem Geburtstagsgruß. Das ist ein relativ kurzer, aber einer, der mich auch ganz besonders gefreut hat. Aber hört mal rein. Hey everyone, it's Adam from the Army Painter. On behalf of the rest of the company, we'd like to wish a happy 100th episode to our friends at the Dysonauts Podcast. Happy hobbying, everybody. Cool, oder? Das ist ja cool. Das ist wirklich cool. Ne, also, wie habt ihr den denn an Land gezogen? Ja. Gute Frage. Ja, Jungs. Ne, ich, ja, ne, ich sag mal so, ne, danke. Achso, da war ja der eine Typ, der die ganze Palette gekauft hat. Ah ja. Ja. So geht also, so das. One hand washes the other. Yes. Oder wie man das sagt. Yes. Nein, war total nett von Adam und da kam man so ins Klönen und so weiter und dann habe ich ihn so gefragt, ob das vielleicht möglich wäre und so weiter. Also von daher alles cool. Aber ich finde das toll, was das dann so für Kreise zieht, ne? Also, ne, man kommt wegen in Plastik gespritzte Figuren, kommt man quasi zusammen und unterhält sich und dann entsteht plötzlich sowas da draus. Ja, vor allem spielen wir ja immer Krieg. Es geht ja immer darum, dass der eine den anderen platt macht. Ja. Und so, und dafür kaufen wir uns teure Männchen, setzen uns stundenlang zusammen oder alleine hin und bauen die zusammen, bemalen die. Dann treffen wir uns, hauen uns gegenseitig die Köpfe ein. Und haben auch Spaß dabei. Und am Ende sind alle Freunde. Das ist einfach sehr, sehr schön. Ja. Ich bin gerade dabei, ebenso für unsere Freebooters Fate-Schlachter am 30. Bin ich ja so ein bisschen am Überlegen, dieses typische, wir treffen uns zu High Noon und wir hauen uns gegenseitig so lange, bis einer nicht mehr da ist, so nach dem Motto. Ich bin da gerade dabei, so ein bisschen was zu organisieren, wo man sich nicht nur ganze Zeit auf die Fresse gibt. Dann bin ich mal gespannt. Mal gucken, ob das funktioniert. Das ist ja fast schon Blasphemie. Das ist großartig. Der grobe Plan steht, aber ich muss noch überlegen, wie ich es umsetze. Hauke. Ich bin gespannt, wie. Ja, ich auch.
Ja, sehr geil. Nein, das ist toll. Also so viele Leute, die da einem wirklich dann zu 100 Folgen gratulieren, das ist großartig. Einen habe ich noch, der Fred von Weekend Wizard hat auch nochmal eben schnell uns einen Gruß eingesprochen. Hier. Ja, moin moin, hier spricht der Weekend Wizard und ich möchte den Dysonauts zur 100. Folge alles Gute wünschen natürlich auch. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich schaffe es zeitlich nicht immer alles zu hören, was mich wirklich interessiert von den Jungs, aber ich versuche es immerhin. Und ja, ich wünsche euch weiterhin viel Glück und ich finde es cool, dass ihr dieses Format bringt und gerade für Autofahrten oder ähnliches ist das eine super Sache. Alles Gute und viel Spaß in der Zukunft. Auch geil. Vielen Dank, Fred, für den tollen Geburtstagsgruß. Das hat so ein bisschen was von man hat Geburtstag und die ganzen Leute droppen plötzlich irgendwie so WhatsApp-Nachrichten. Weißt du, so Sprachnachrichten, ja, genau. Und so weiter. Das finde ich total witzig. Das ist geil. Ich fand auch die Musik im Hintergrund super cool. So ja, mega professionell. Das ist so ein bisschen schwofen, ne? So. Ja, ja, sehr, sehr geil. Im Nachhinein, ne? Ja, das fand ich auch. Das Highlight für mich von den ganzen Geburtstagsgrüßen überhaupt, das kommt gleich. Das kommt gleich. Vielleicht machen wir es gleich zum Ende hin. Jetzt, da bin ich aber echt gespannt jetzt. Jetzt bin ich gehypt. Welchen ja. Captain hast du gekriegt hier? Janeway, Picard. Scheiße, Alter, das wäre natürlich richtig geil. Wenn das, dann bin ich raus. Also Getty Honeck hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hatte Benjamin noch angesprochen, Benjamin Stöwe, der ja Hugh Calber spricht bei Star Trek Discovery. Ja. Christian, erinnerst dich an unsere Folge mit dem? Die ja, war auch ja, grandios, ja. Ne? Also muss mega ich sagen. Gut, ja. Das war wirklich ein ganz, 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 ganz toller Livestream, die wir da mit Benjamin dann aufs Parkett gelegt haben. Und wir hatten ja nochmal, dann von den Dysonauts hatten wir nochmal eine extra Folge gemacht zu 55 Jahre Star Trek, haben einen ganzen Film gemacht quasi. Könnt ihr euch angucken bei YouTube, da müsste der auch jetzt mittlerweile, glaube ich, hochgeladen sein. Oder beim Raumschiff Eberswalde, glaube ich. Da einfach mal auf den YouTube-Kanal gucken. Da haben wir ein Dreiviertelstunde, glaube ich, haben wir über 3D-Druck und über Replikatoren und über Rollenspiel quasi auf dem Holodeck gesprochen und haben sogar eine Rollenspielrunde aufgenommen von Star Trek, dem Pen-and-Paper-Rollenspiel. Das war richtig, richtig geil. Fällt nur mir das auf, wie oft ihr selber referenziert, was ihr schon an geilem Scheiß gemacht habt? Nee, jetzt wo du es sagst. Das ist nämlich echt cool, wenn man mal hört, ja, und dann haben wir das und das gemacht und dann haben wir noch das und das gemacht. Ich meine, bei 100 Folgen, da kommt halt auch echt einiges zusammen. Und ich finde es einfach richtig, richtig schön. Und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich heute hier dabei sein darf. Das freut mich sehr. Und es ist echt cool, wenn man so das alles so ein bisschen ganz organisch aus dem Gespräch heraus Revue kapitulieren lässt. Das ist richtig cool. Ja, das sind so Sachen, weißt du, die fallen dir dann plötzlich gerade ein, ne? So, jetzt so Thema Benjamin, weißt du, dann kommst du da wieder, und, ja, weißt du noch damals und so, weißt du, das kommt so plötzlich da raus. Das ist, ja, doch. Geil. Finde ich super. Übrigens, okay. Ich weiß, es heißt Revue passieren lassen und rekapitulieren, Entschuldigung. Ist mir vollkommen egal. Ich würde mich selber voll haten, wenn ich so einen Käse machen würde. Ja. So. Meine Schwester sagt dann immer zu meinem Schwager, Peter, nimm deine Hand und schlag dich selber. Coole Schwester. Ist ein Spruch, den habe ich mir jetzt angewöhnt, kommt auch bei meinen Kindern immer ganz gut an. Wenn die Kinder wieder Scheiße gebaut haben, dann sage ich das auch. Funktioniert, super. Ja, es gibt für alles eine Lösung, ne? Ja, auf jeden Fall. Also bei solchen Geschichten definitiv. Ja, okay. Gut, wie gesagt, den einen Geburtstagsgruß, den droppen wir gleich zum Schluss. Genau, davor gibt es denn noch irgendwelche offenen Fragen im Chat? So, gibt's was ihr die Dysonauts schon immer mal fragen wollt? Ich meine, es wird sich hier jetzt gerade rege ausgetauscht über diese Solo-Spiele. Es gibt unfassbar viele. Das sehe ich jetzt auch. Das ist der Wahnsinn. Ja. Vor allen Dingen der Volker, der hat von diesen ganzen Cosims und so weiter und so fort, hat der verdammt Ahnung, ey. Das ist krass, ne? Hauke, da wolltest du noch mal mit ihm, glaube ich, noch mal einen Termin machen für eine Folge?
Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn Folger das hinkriegt, dass wir nochmal zusammen eine Folge machen über diese, über, wie du sagtest, über die Konfliktsimulation, also im Prinzip weitestens Sinne Brettspiele mit kleinen Pappmarkern. Und da gibt es wirklich eine ganz eigene Welt. Und mich interessiert das super, aber ich habe da noch nie so wirklich den Zugang zu gefunden. Ich kenne nur Panzerblitz, aber selbst das habe ich noch nie gespielt, sondern nur einmal ausgepackt. Aber mal gucken, was ob Volker damit am Start ist. Ich glaube, dann wäre dein Gesprächspartner auf jeden Fall Christian, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, ich interessiere mich dafür, aber ich habe leider noch kein einziges gespielt. Gut, das ist nicht schlimm, aber bei so viel Konfliktsimulation, da bin ich raus, ich mache euch die Technik im Hintergrund. Ich weiß gar nicht mehr, ob Volker das war. Der hatte mir mal irgendwann den Tipp gegeben, wo man noch dieses Lock-and-Load-Tactical-Krams kriegen kann. Das habe ich irgendwie verloren. Also wenn du das hörst, schreib es gerne nochmal in den Chat rein. Ich muss da nochmal nachgucken. Vielleicht reicht ja das Weihnachtsgeld. Ja, katsching! Ja, sehr geil. Zeit für einen Spontankauf. Hör mir auf, ey. Scheiße, das hätten wir heute mit einbauen müssen. Nein! Kriegen wir Seppo heute? Ich bin so froh, dass hier nichts dabei ist, was ich mir jetzt... Wobei dieses Fields of Fire, Solitary Wargame of Commanding a Rifle Company in Normandy, Korea and Vietnam, das fand ich schon interessant, aber ich darf mich nicht ablenken lassen. So, Christian findet es ganz furchtbar, wenn jemand beim Rollenspiel abgelenkt ist und ich bin ja hier jetzt gerade im Podcast zugange. Ich kann nicht drauf gucken. Das ist ja ganz normal. Das ist das Abschweifen und das macht man nun mal im Podcast. Ja, ach so, genau. Hör mir auf jetzt. Ja, es ist so. Hast du denn schon mal drauf geklickt? Aber gerade. Ich hab's noch vermieden. Gut, dann gleich. Gleich nach der, nach der Sendung. Ja. Da kriegen wir das hin. Ja. Wie ihr dann jetzt nicht mitbekommen habt, ihr Hörenden da draußen, unser Ronny hat sich dann leider verabschiedet, was heißt leider, seine kleine süße Maus ist wach geworden und Papa-Pflichten, er schreibt in Klammern, tollstes Hobby der Welt, warten. Und er bedankt sich nochmal fürs Zuhören, lasst gerne eure Gedanken zu uns kommen und unserem Podcast und wir freuen uns und in diesem Sinne gehabt euch wohl, macht nichts, was ich nicht auch machen würde und ganz klar, Hashtag ohne Hose. Wir wollten ihn nie wieder bringen, diesen Hashtag, nie wieder. Und das war das letzte Mal von uns, dass ihr diesen Hashtag gesehen habt. Der neue Hashtag ist ohne Buchs. Der Hashtag ist ohne Hose ist das dann. Ah, oh Mann. Oder Hashtag Free Banana. Man kann sich das ja... Oh Gott. Hashtag eine Socke reicht, ey. Och Leute, was denn los hier? Geht auf hey, aber ganz ehrlich, habt ihr jemals diese Socke verstanden, die in den amerikanischen Filmen? Ich check das nicht. Was ist das mit dieser Socke? Ich weiß es auch nicht. Das muss ein Fetisch sein von denen wahrscheinlich. Haben die kein Papier? Naja, gut. Ja. Wobei, nee, haben die nicht, weil daraus bauen die ja ihre Häuser. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Ja, aber ansonsten, wenn ihr so keine Fragen mehr habt oder irgendwie sowas, dann würde ich sagen, wenn ihr doch noch eine Frage habt oder eine Anmerkung oder einen Glückwunsch loswerden wollt, dann schickt doch einfach eine E-Mail an podcast@dysonauts.com und dann kriegen wir das auch mal eben noch so dazu gesagt. Ja, gut. Weiter. Ich würde sagen, bevor es jetzt den vielleicht letzten Glückwunsch gibt, wie es sich für einen Geburtstag gehört, gibt's Geschenke. Geschenke, Geschenke. Aber nach über 100 Folgen Geschenken für euch gibt's jetzt noch was obendrauf. Denn der Piwi hat so ein kleines Gewinnspiel angeleiert. Ja, das war eigentlich gar nicht meine Idee, sondern es war eigentlich eher Haukes Idee. Deswegen finde ich, kann Hauke das viel besser erklären als ich. Ich bin dann noch derjenige, der dann nachher das Geld ausgibt. Okay, wir hatten halt überlegt, dass wir gerne was verlosen würden und da wir gerade eben so vielfältig aufgestellt sind, ist es schwierig, etwas zu finden, mit dem jeder was anfangen kann. Also es macht ja jetzt keinen Sinn, wenn wir jetzt einem Brettspieler halt eine Sprühgrundierung geben, weil damit kann er halt herzlich wenig anfangen, außer Scheiße an die Wand zu schreiben. Aber gut. Deshalb haben wir gesagt, verlosen wir einen Amazon-Gutschein, damit kann jeder was anfangen und kann sich dann für sein entsprechendes eigenes Hobby was Vernünftiges besorgen. Und verlosen ist nicht ganz richtig, denn die Aufgabe, die es zu bewältigen gilt, ist eine vernünftige
wichtige Kurzgeschichte zu schreiben. Und zwar, bitte schildert uns die Ankunft eures Charakters auf der Endless Sight, also bei uns auf der Raumstation. Welchen Auftrag habt ihr? Was wollt ihr preisgeben, was nicht? Also es muss halt eine vernünftige Geschichte sein. Und wir werden die nicht zufällig auslosen, sondern wir werden die natürlich auch durchlesen und dann wirklich diejenige abstimmen und wählen, die wir am besten finden. Also halt jetzt so einen Zweizeiler zu schreiben, hallo, moin, ich bin da, kann ich mit einer Verlosung teilnehmen? Geht halt nicht, ne? Pibi, trifft das so einigermaßen? Ja, das trifft so. Also, wo wir den Gutschein jetzt herholen oder sowas, das wissen wir selber noch nicht so richtig, aber es wird auf jeden Fall ein Gutschein werden, den ihr auf jeden Fall gut gebrauchen könnt. Und von daher, ja, beschreibt einfach eure Ankunft auf der Endless Sight in einer kleinen Kurzgeschichte. Sie darf natürlich auch länger sein, hat natürlich nichts irgendwie an Auswirkungen darauf, dass ihr dann den Gutschein eher bekommt. Nein, aber irgendwie sowas sollte es sein. Also diese üblichen Gewinnspiele, tipp einfach deine Nase an und du bist mit einem Lostopf, die fanden wir ein bisschen langweilig, müssen wir ganz ehrlich sagen. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, halt diese Variante zu wählen. Also wir freuen uns. Schickt eure Kurzgeschichten an podcast@dysonauts.com und dann seid ihr mit im Lostopf mit drin. Das ist doch ein wunderschönes Geburtstagsgeschenk an alle anderen, die jetzt auch schon diese Folge und überhaupt alle eure Folgen geschenkt bekommen haben. Finde ich super cool. Darf man mitmachen? Darf ich mitmachen? Du darfst eine Geschichte schreiben. Ja, natürlich. Okay, dann muss ich gucken, was ich mir da einfallen lasse. Die Geschichte mit Hallo, ich bin da. Die ist raus, ja? Okay. Die ist schon weg, ja. Die ist schon vergeben. Ah, Mist. Naja, vielleicht beam ich mit einer Waffe an Bord oder so. Das wird ganz cool. Mal gucken. Ja. Okay. Mal gucken, was die Stationspositronik dann mit dir macht. Da bin ich ja. Ah, das liefert dir Stoff. Ja, sag ich doch. Siehst du, man muss einfach was mitbringen, womit keiner gerechnet hat. Tribbles oder so. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Genau, jetzt steht hier Dankesworte von allen aus dem Team. Ja. Da halte ich mich jetzt mal vornehm zurück. Haltet ihr euch gerade vornehm zurück. Ronny habt ihr ja gerade gelesen. Ich würde jetzt einfach mal abgeben an Christian. Danke. Danke. Du Spacken. Nuff said. Ja, genau. Mic drop. Ja, okay. Ja. Möchtest du mehr nicht sagen? Ja, nee, also wir wurden heute schon genug gebauchpinselt. Vielen, vielen Dank für alle Grüße, für alles, für alle Zuhörer und dass ihr uns ertragt. Es ist eine krasse Leistung. Stimmt. Ich ertrage mich ja selbst kaum. Wenn du in den Spiegel blickst, meinst du? Ja, hau ich immer selber drauf. Oder wie war das noch? Ich sag mal so, für manche Menschen wurde das Format Podcast halt auch einfach erfunden. Das ist halt, ja. Ich habe auch ein Podcast-Gesicht. Ja, wie wir alle. Wie wir alle. Das ist eine Selbsthilfegruppe, so die du für dich alleine führst einfach. So. Genau. Ja. Also danke, dass ihr unsere Selbsthilfegruppe unterstützt. Macht doch einfach auch eine. Das ist ganz witzig. Ja, ist super easy. Ist total super easy und ja, ihr müsst nur die richtigen Themen finden. Also von daher ist eigentlich alles ganz ganz cool. Ja. Ach, Themen, bla bla, ja. Abschweifen. Style over Substance. So. Ich bin durch, ja. Wie sagt was. Hauke. Ich kann mich ja nur schwerlich bei den Hörern bedanken. Zu 90 dabei bin. Ne? Also, aber auf der anderen Seite eröffnet das mir die Perspektive, von der anderen Seite zu sprechen. Also diejenigen Teammitglieder, die das jetzt schon länger machen, denen möchte ich auch persönlich danken, denn mir ging es genauso wie dem ersten Gratulanten, dass mit Dysonauts durchaus, im Übrigen auch Magamotato, muss ich auch mal ganz klar sagen, auch durch schwere Zeiten geholfen hat. Und dann, wenn du irgendwann mal die Sorgen beiseite legen kannst und einfach mal eine Stunde lang ein paar Leuten zuhörst, die halt über Kontrastfarben reden oder sonstige Banalitäten und Belanglosigkeiten des Lebens, dann ist das äußerst, äußerst erholsam und seelisch erhebend. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch natürlich allen Gratulanten danken, die sich die Mühe gemacht haben, uns Glückwünsche zu schicken.
Und auch natürlich unsere Hörerschaft, die ja nicht nur unsere Podcasts ertragen, sondern teilweise auch Peewees und meine Sturmgeschützmitteilung, die die ganze Zeit in der Gruppe halt kommen und ganz dummes Zeug, das wir da halt schreiben halt. Ne? Wir hoffen, dass es für euch in Ordnung geht, obwohl wenn es nicht in Ordnung geht, dann könnt ihr ja auch austreten oder ausmachen halt. Ist ja auch nicht alles nicht so schlimm. Jedenfalls, wir freuen uns sehr, dass es euch gibt. Herzlichen Dank und wir hoffen, dass wir noch viele, viele gemeinsame Stunden haben werden. Ey, krass, Hauke, weißt du was? Ey, du brauchst dein Licht gar nicht unter den Scheffel zu stellen. Du hast in 10 Folgen so krasse Folgen geballert, da haben andere für 60 gebraucht. Danke. Das ist so krass gewesen. Also echt. Mit so, Peewee zusammen natürlich, aber. Wie kann ich also, Peewee noch einen reinwürgen? Wie kann ich Hauke loben und Peewee? Nein, weil er selber. Das hat jetzt völlig falsch aufgefasst. Ja. Nee, aber weil Hauke sagte, er fühlt sich ja eher als Zuhörer, aber ich fand das so krass in der kurzen Zeit. Also gut, das habt ihr natürlich miteinander so klar gemacht, aber ist echt, ja. Wir hatten ja auch ein sehr dankbares Thema, in dem es halt ein Thema war, das viele Leute interessiert und das bisher noch nicht wirklich aufgearbeitet worden ist. Zumindest nicht in Tiefe aus meiner Sicht. Ich möchte mich bedanken erstmal bei den ganzen Bratnasen, die mit mir Bock haben, diese ganzen Dysonauts überhaupt aufzuziehen. Also sprich Ronny, Christian, Hauke, erstmal ein richtig, richtig fettes Dankeschön und eine richtig dicke Brofist an euch da draußen, weil das ist echt immer toll mit euch, das Ganze hier aufzuziehen und das Ganze jetzt weit über 100 Folgen auch dann, wie das Baby quasi laufen gelernt hat. Dahin zu bringen. Das war wirklich klasse und ich glaube, unser Baby hat jetzt wirklich laufen gelernt. Und von daher müssen wir jetzt gucken, dass wir das Kind jetzt auch noch irgendwie in den Kindergarten kriegen und später in die Schule und dann irgendwann in die Ausbildung. Also von daher, ich glaube, wir haben noch ein bisschen was vor und ich glaube, unsere Ideen sind immer noch nicht zu Ende. Wir finden immer jeden Monat oder zu jeder Folge immer irgendwie ein passendes Thema und das wird uns, glaube ich, auch die nächsten 100 Folgen auch irgendwie gelingen. Dann möchte ich mich bedanken an alle Zuhörenden, an jeden, der uns irgendwie mal Sachen zugeschickt hat, der mit uns hier auf dem Discord rumhängt, der bei uns mit in der WhatsApp-Gruppe mit drin ist. Alle Daten dazu findet ihr bei uns auf der Internetseite. Kommt einfach dazu, quatscht mit uns und wie Hauke vorhin schon sagte, wenn ihr keinen Bock mehr habt, dann kommt einfach auf den Knopf, wie ich gerade, und sagt von wegen, ich möchte austreten. Ja, ich möchte austreten. Überhaupt kein Problem. Dann klingt das immer so komisch, aber ich möchte auch mal meiner Familie da Danke sagen. Die hört das wahrscheinlich nicht, aber ja, wenn man noch so ein Hobby noch nebenher hat, was dann auch zwischendurch echt Zeit verschlingt, so wie jetzt zum Beispiel, oder halt auch, wenn man da sitzt und bastelt und malt und bereitet Sachen für einen Podcast vor oder so, das ist nicht immer alles so selbstverständlich. Also, liebe Mäuse, ich hab euch echt lieb. Dann, Sebo, an dich. Oh. Ein mega fettes Dankeschön, dass du hier heute Abend den Thomas Gottschalk gemimt hast. Ich werde dir noch die passende Perücke noch irgendwie zukommen lassen. Und das nächste Mal. Das finde ich ganz geil. Ja, das finde ich auch ganz geil. Weil nächstes Mal, wenn wir uns auf der Taktika sehen, möchte ich eigentlich, dass du so ein rotes Samtjackett anhast und dann diese Perücke trägst. Ich würde es feiern, Alter. Jetzt muss ich mir auch noch. Ey, Samt ist ja nach Niki der schlimmste Stoff der Welt. Aber okay. Mal gucken, was da so geht. Naja, mach doch jetzt nicht dein Problem zu meinem Problem. Weißt du? Also. Ja. So. Ne? Ja, gut. Und Spandex geht auch. Spandex geht auch. Ne? Also fände ich auch schon ziemlich geil. Ja, also wie gesagt, vielen, vielen Dank. Da werden wir uns revanchieren, da kannst du einen drauf lassen. Du wirst irgendwann von uns hören. Warte ab. Da passiert noch was. Ich danke euch sehr. Ich habe das auch sehr gerne gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gequatscht und irgendwie, ich hatte ein bisschen Laberwasser, aber es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht heute mit euch. Auch von mir persönlich und von dem Team, das hinter mir steht. Alles, alles Gute zu den ersten 100 und jetzt ja 1 Folgen. Ich freue mich, wenn es wieder Neues von euch gibt. Ich freue mich überhaupt, dass es euch gibt und dass ihr es so lange durchgehalten habt. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ja, ich freue mich auf alles, was da noch kommen wird. Sehr, sehr gerne. Und das würde ich jetzt auch zum Anlass nehmen, um nach knapp 3 Stunden jetzt einfach mal zu sagen, wir feuern jetzt den letzten Gruß ab und da muss ich wirklich sagen, da habe ich mir, als ich den das dann gehört habe, habe ich gedacht von wegen so, alter Schwede, das ist mal fucking kreativ gewesen. Und nachdem wir
das dann abgespielt haben, schicken wir euch mit Musik in die Nacht nochmal eben und dann endet auch unser Livestream zur 100. Folge. Hallo, ihr lieben Dysonauts, hier ist der Tobi von Bier und Brezel Tabletop und ich möchte euch gerne ganz, ganz herzlich alles Gute wünschen und herzlichen Glückwunsch zu eurer 100. Folge. Richtig cool, richtig respektabel, toller Podcast und weil ihr ja quasi damit jetzt Geburtstag habt, muss ich leider, ich kann nicht anders und ich entschuldige mich schon mal im Voraus. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn ihr strahlt ja selber wie der Sonnenschein. Heute ist euer Geburtstag, darum feiern wir. Alle eure Freunde freuen sich wie's Tier. Alle eure Freunde freuen sich wie's Tier. Wie schön, dass ihr beisammen seid, gemeinsam auf der Endless Side. Haut bitte weiter Folgen raus. Ich gratuliere euch, ihr Dysonauts. Wie schön, dass ihr beisammen seid, gemeinsam auf der Endless Side. Haut bitte weiter Folgen raus. Ich gratuliere euch, ihr Dysonauts. Alles Gute und nochmal sorry. Ciao, ciao. Was kann der Typ eigentlich nicht? Ich weiß es nicht, aber das ist mehr ein geht nicht. Würdiges Ende. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Haut rein. Eine wunderschöne Wochenende mit euch. Wunderschönen Start in die nächste Woche. Wir hören uns. Bis dahin und tschüss.